So, einen wunderschönen guten Morgen hier in die Runde. Ich freue mich, dass wir heute wieder so zahlreich vertreten sind. Auch wenn der ein oder andere noch fehlt, aber ich denke, in den nächsten paar Minuten sind die technischen Schwierigkeiten überwunden. Und es gibt auch wieder Internet bei den Orten, wo sich die anderen einwählen. Und hoffentlich sehen wir sie gleich. Vor allen Dingen freue ich mich heute, dass ich viele Gesichter sehe oder in viele Gesichter gucke, die ich echt lange nicht gesehen habe. Ne, wenn ich da an Thomas denke, an Bernd, an Florian und ja, also ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen, aber das ist echt cool, dass man sich doch online wenigstens mal wieder sieht. Und schöner wäre es natürlich im echten Leben, aber das kommt noch. Da drücken wir uns alle ganz feste Daumen, dass das irgendwo in den nächsten Monaten mal wieder so langsam Richtung Normalität läuft. Ja, also besonders freue ich mich, dass wir einen Konrad Sell gewinnen konnten für unsere Pitch-Runden. Bislang hat es die Stefanie Kühn gemacht. Ja, vielen Dank, Konrad, hallo. Und vielen Dank, dass du den Pitch, die Moderation von der Stefanie Kühn, die das übrigens vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal von mir oder ich denke von uns allen, zumindest die schon mal dabei waren. Die Stefanie hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht und zwar immer eine schöne, illustre Runde. Und in Konrad haben wir aber auch jemand gefunden, der professionell Pitchen natürlich anbietet, dort Pitch-Trainings macht und uns durch die Pitch-Runden, ja, bin gespannt, wie du uns jetzt durch die heutige anderthalb, zwei Stunden führst und bin vor allen Dingen gespannt auf viele spannende, interessante Beiträge. Es ist heute wieder eine sehr, sehr bunte Mischung. Und dann schalte ich jetzt mein Mikro stumm und übergebe an dich, Konrad. Rock'n'Roll, viel Spaß euch. Ja, Rock'n'Roll, herzlich willkommen. Vielen Dank, Patrick. Vielen Dank, Kirsten, für die Möglichkeit, hier zu moderieren. Ich würde ganz kurz ein bisschen was zum Format sagen. Zunächst mal für die, die bisher noch nicht dabei waren, aber natürlich auch für die, die schon mal dabei waren, um es wieder ein bisschen ins Gedächtnis zu holen. Also das Ganze funktioniert folgendermaßen. Ihr habt 3 Minuten Zeit pro Person, um eure Idee, euer Unternehmen, eure aktuelle Aktion oder was auch immer ihr eben heute pitcht, nach vorn zu bringen. Die Zeit läuft los, wenn ihr sagt, dass die Zeit losläuft. Ja? Das ist wichtig, denn ihr sollt euch wohlfühlen in eurer Technik, in eurem Raum, in eurer Statur. Das ist die Grundlage dafür, dass ihr auch einen guten Pitch abliefern könnt. Nutzt es natürlich bitte nicht aus, indem ihr sozusagen euch jeweils 30 Sekunden vorbereitet auf diesen Pitch. Diese Zeit haben wir nicht, ja? Sondern es gibt immer Gruppen A, 4 Personen, die hintereinander weg pitchen, jeweils 3 Minuten. Dann gibt es eine kurze Pause, um ein bisschen sich zu akklimatisieren. Ich werde nach jedem Pitch einfach kurz nur ein paar Sachen sagen, die mir aufgefallen sind. Und nach den ersten 3 Gruppen gibt es eine Pause von 5 Minuten. Also, wir pitchen 4-4-4, Pause 4-4-4. Ja, wir sind heute 24 Leute und dementsprechend addiert sich das. Die ersten 4 Personen, die pitchen, sind die Ella Oehlmann, der Florian Pollack, der René Falkner und der Björn Seidel. Sollte einer von denen aus irgendwelchen Gründen technisch rausfliegen, einen Hustenkrampf bekommen oder aus sonst irgendwelchen Gründen jetzt nicht können, dann wird diese Person hinten angehängt. Für diesen Fall machen sich bitte die ersten 2 aus der nächsten Gruppe fertig. Das sind Anne Richter und Charlotte Krügler. So, René Falkner. René Falkner ist ja schon in der Veranstaltung. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Bitte jetzt gleich mal melden. Eigentlich habe ich mein Mikrofon angemacht. Du solltest es schon gesehen. Auf. Perfekt, vielen Dank fürs Feedback. Wunderbar.
Dann gibt es zum Format oder zu, sagen wir, diesen Reihenfolgegeschichten noch Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann lasst mich noch kurz darauf hinweisen, dass alles aufgezeichnet wird. Patrick hat es ja schon erwähnt. Wir können diese Aufzeichnung nutzen, um im Anschluss in ein individuelles Videotraining zu gehen. Das ist ein Angebot von mir an die BVMW-Mitglieder. Wer das möchte, der möge bitte im Anschluss einfach auf mich zukommen. Wir werden das dann auch nochmal in der Zusammenfassung, die ihr per E-Mail am Schluss bekommt, werden wir das auch nochmal reinschreiben. Ansonsten gibt es das erste Pitch-Training am 8. und 9. Juni. So alles dann wieder so ist, dass man ein Pitch-Training vor Ort auch machen kann. Und der nächste Pitch findet ausnahmsweise nicht in der ersten Aprilwoche, sondern am 14. April statt. Nach Ostern also. Auch dazu gibt es natürlich gesondert nochmal Informationen. Ich habe noch eine Frage. Jeder stellt das einzeln immer wieder vor, ja? Oder wie genau läuft das? Wie meinst du einzeln? Ja, also jeder stellt sich respektive sein Unternehmen immer wieder neu vor oder nur einmal vor allem? Also mir ist nicht ganz klar. Also einmal heute? Ja. Also mir ist nicht ganz klar, wie das jetzt laufen soll hier. Ich habe das jetzt noch nicht mitgemacht. Ja, also vielleicht klinke ich mich mal kurz ein. Heute haben wir 23 Pitcher, das heißt, jeder hat 3 Minuten der Pitcher, so wie diejenigen von Konrad aufgerufen werden in der Reihenfolge. Und können in 3 Minuten sich und ihr Unternehmen vorstellen. So, und das heute nur einmal, aber du kannst natürlich auch beim nächsten Mal jetzt wieder dabei sein und wieder dein Unternehmen vorstellen. Es sind hin und wieder mal dieselben Personen wie jetzt auch heute online mit 3, 4, die ich sehe, die das letzte Mal auch dabei waren. Aber es sind immer wieder neue dabei, sodass es sich auch lohnt, 2, 3 Mal die Runde mitzumachen. Zumal es aufgezeichnet wird und wir dann darüber natürlich eine sehr hohe Reichweite nochmal erzielen. Darf ich noch fragen, bevor wir anfangen, die Aufzeichnung, erfolgt das dann frei bei YouTube oder ist das, bleibt das in diesem Kreis? Das ist ja trotzdem immer eine Sache, was man erzählt und was man nicht erzählt. Das wird ganz offiziell gemacht, also es erscheint dann bei YouTube. Also. Okay, alles klar, dann muss man aber entsprechend erzählen, ja. René. Nein, aber ja. Na, manchmal macht man ja dann doch in der kleinen Runde noch intimere Geständnisse oder was auch immer als in der großen, als vor der YouTube-Welt. Okay, alles klar. Jetzt bin ich aber auf dein Thema gespannt. Ich aber auch. Alles schon Teaser, ja. Also. Okay, das heißt, Ella Oehlmann kann in die Startlöcher gehen, wenn es keine weiteren Fragen gibt. Also, hört man mich? Du könntest etwas lauter sein. So, hört man mich jetzt besser? Ja. Noch besser? Wunderbar. Okay. Eine kurze Frage habe ich noch. 3 Minuten, das hat so ein bisschen was mit Gefühl zu tun. Ich hoffe, ich komme gut durch, aber ihr macht da nicht einen harten Schnitt, oder? Doch. Nach 3 Minuten wird ein sehr harter Schnitt gemacht. Erstens, um die Pitcher daran zu gewöhnen, dass man bei einem Pitch vor Investoren oder vor anderen Menschen, von denen man richtig was will, sozusagen auch einen harten Schnitt bekommt. Erstens und zweitens einfach auch, um das Level zu halten für alle, die auch nur 3 Minuten haben, damit das einfach bei allen gleich ist. Okay. Genau. Ja. Ein Hinweis noch, bevor deine Zeit läuft, du Kirsten stoppt die Zeit und es klingelt dann eine schrille Glocke und dann schalte ich auch wieder oder jemand anders, der hier in der Admin-Runde ist, das Mikro aus. Also wir sind dann wirklich knallhart. Okay. Gut, dann Feuer frei, viel Spaß. So, dann geht's jetzt los. Lassen Sie mich kurz 2 Situationen beschreiben. Ich hörte von einem Maschinenbaubetrieb, der quasi durch Corona stillgelegt war. Und jüngst kam wieder ein großer Auftrag aus Amerika rein. Die Mitarbeiter waren zu 100% auf Kurzarbeit und logisch, das veränderte sie. Man hatte sich arrangiert, ein Auskommen mit weniger Geld klappte und eigentlich ist weniger Stress gut für die Familie und für die eigene Gesundheit allemal. Keiner
wollte die nächsten 4 Wochen über den großen Teich fliegen. Es bedurfte schon extrem viel Überredungskunst. Bei der anderen Geschichte handelt es sich um ein Ingenieursteam bei einem großen Energieversorger. Alle sind noch immer im Homeoffice-Verband und was dort abläuft, das muss ich Ihnen nicht weiter ausführen. Partner, Kinderbetreuung, also das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Auch hier steht jetzt ein größeres Projekt nach langer Zeit der Dürre an und gemeinsam müssen Sie es stemmen. Aber die Ingenieure haben sich stark voneinander entfernt und das Teamgefühl hat sich aufgelöst und keiner weiß eigentlich mehr genau, warum oder wer wann welche Stärken einbringt. Kurzum, Sie ahnen oder Sie wissen das schon, dass wir jetzt, was wir jetzt in reichlich einem Jahr erlebt haben, das wird wahrscheinlich zum gesellschaftlichen Umbruch führen. Und das wirkt sich natürlich auf die Kultur Ihres Unternehmens aus. Und somit sind Sie als Unternehmer stärker denn je gefordert. Man erwartet vielleicht von Ihnen sowas wie eine visionäre oder eine verbindende Kraft. Die Antworten auf die 3 folgenden Fragen könnten deshalb sehr wichtig für Sie sein. Erstens, wenn Menschen nicht mehr so sehr durch Geld zu motivieren sind, was wäre Ihr Ansatz? Zweitens, wie können Sie auf das Miteinander einwirken? Und drittens, woher schöpfen Sie Ideen? Wenn man die Situation mit einem Schlachtfeld vergleicht, ich weiß, das ist ein bisschen ein martialischer Ansatz, dann stehen Sie stärker denn je im Alltagskampf und im Kampf mit dem Wettbewerb. Und manchmal ist es hilfreich, sich auf den sogenannten Feldherrenhügel zu begeben, weil man mit einer gewissen Distanz viel mehr auf das Ganze blickt und sich natürlich neu in Stellung bringen kann. Mein Name ist Ella Oehlmann. Ich bin eine Trainerin und mit einem Werkzeugkasten ausgerüstet, wie viele meiner Kollegen auch. Aber ich habe 35 Jahre lang auf verschiedensten Ebenen gemenschelt und bin eher eine Menschenbegeisterin. Und ich würde Ihnen gerne dabei helfen, so einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. Sorgen Sie dafür, dass Sie die 4 Themen Energie, Information, Beziehung und Kommunikation immer in ein funktionales Verhältnis bringen. Wie gesagt, dabei helfe ich Ihnen gern. Perfekt. Wunderbar, vielen Dank an Ella. Der nächste ist Florian Pollack. Ja, schönen guten Tag. Florian Pollack ist mein Name. Ich bin Business Coach, gerade frisch den Degree bekommen. Mein Anliegen ist es, Gold freizulegen. Ich bin überzeugt davon, dass in Unternehmen ungeheure, nicht gehobene Schätze schlummern, und zwar in Form von menschlichem Potenzial. Das ist auch mein Motto, der Mensch in den Mittelpunkt zu stellen. Der Mensch wird auch zunehmend eine zentrale Ressource, gerade auch als USP für Unternehmen, wenn sie sich im Wettbewerb differenzieren wollen, eben motivierte Mitarbeiter, die voll dabei sind. Und Tatsache ist aber, das wissen wir alle, dass es in vielen Unternehmen dennoch Menschen gibt, die nicht so ganz glücklich sind und zufrieden sind. Das heißt, teilweise eben innerlich gekündigt sind. Da liegen ungeheure Potenziale noch frei. Und genau darum geht es, diese Potenziale zu heben. Und mein Anliegen ist es, eben auf Unternehmen zuzugehen, zu fragen, haben Sie zum Beispiel Mitarbeiter, wo Sie den Eindruck haben, da ginge eigentlich mehr, oder die waren vielleicht auch mal gut und haben irgendwo nachgelassen. Wenn man sich sowas anschauen könnte, dann glaube ich, kann man eben durch gutes Coaching durchaus teilweise da auch viel Ergebnis erzielen. Der Ansatz, den ich vor allem in den Vordergrund stelle, ist das Thema Coaching auch als Führungsansatz in die Unternehmen zu bringen. Coaching im klassischen Sinne ist
die Menschen zur Selbstbefähigung führen. Das heißt, nicht im Sinne von klare Anleitungen, sondern durch Anreize, durch Fragen, die Leute dazu zu bringen, dass sie selber ins Tun kommen, dass sie selber die intrinsische Motivation wecken, die letztlich einfach auch viel wichtiger und langanhaltender ist als die extrinsische Motivation. Das als Führungsansatz in die Unternehmen tragen, das ist mein Anliegen, und eben die Mitarbeiter, die Potenziale in den Mitarbeitern noch besser freizulegen. Das ist mein Angebot an Sie. Wenn wir uns darüber näher unterhalten können, dann können Sie mich gerne kontaktieren. Florian Pollack, Business Coach. Der Mensch im Mittelpunkt. Super. Du hast noch Zeit, Florian, 20 Sekunden. Ja, dann war ich jetzt halt schneller. Nach meiner Uhr war es sogar kürzer, aber okay. Ja, vielen Dank, Florian. Das ist natürlich immer eine gute Variante, auch eine Uhr mitlaufen zu lassen, damit ihr einfach wisst, an welcher Sekunde ihr tatsächlich steht. René Falkner ist der Nächste. Dann muss ich noch mein Mikrofon anmachen. Hört ihr mich alle? Jawohl. Ich wollte noch vorher sagen, das möchte ich nicht, dass es von meiner Zeit nicht abgezogen wird. Ich finde, ich habe eigentlich genug zu tun gerade und wirklich gerade richtig viel Stress. Und ich habe das Format gelesen und habe gedacht, das will ich mir angucken und das will ich einfach probieren. Und ich fand das sehr schön. Und ich möchte euch nur gratulieren für diese Idee, das so zu machen. Und ja, mal gucken, wie das so ankommt. Also ich bin heute zum ersten Mal dabei. So, ja, cool. Vielen Dank. Jetzt könnt ihr die Zeit gerne starten. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, René Falkner. Ich will zwei Sachen zu mir sagen, wo ich angefangen habe. Und zwar komme ich vom Radio, weil ich habe auch gerade eine Kollegin von der MIR gesehen, habe bei RS2 zwei Jahre gearbeitet, habe auch bei Radio FFN in Niedersachsen gearbeitet und war dann 15 Jahre Geschäftsführer der Sachsenfernsehgruppe Dresden-Leipzig-Chemnitz. Und ich habe irgendwann mal bei Gin Tonic mich entschlossen als Geschäftsführer. Ich kündige ungekündigt und werde arbeitslos. Und habe das wirklich so durchgezogen, ohne Netz und doppelten Boden, und habe gesagt, Mensch, meine Mutter ist ganz nervös geworden wegen Hausabzahlen, aber egal, habe ich gesagt, mache ich jetzt. Und als ich das gemacht habe, kam plötzlich ein, sag mal, guter Bekannter zu mir und sagte, Mensch René, du hast doch jetzt Zeit, kannst du dich mal um meinen YouTube-Kanal kümmern? Und ich habe gesagt, na klar, können wir machen, weil ich habe jetzt wirklich gerade nichts zu tun, ich wollte jetzt eigentlich arbeitslos werden. Und die Arbeitslosigkeit ist mir nicht gelungen, weil in wenigen, Wochen kamen plötzlich ganz, ganz viele Leute, um deren YouTube-Kanäle ich mich kümmern sollte. Der erste war, das kann ich jetzt mal machen, das läuft zwar jetzt gerade etwas schlecht, aber ich zeige es mal schnell, das müsstet ihr jetzt auch sehen. Das ist das Reisebüro Bachmann. Der hat damals gesagt, ich mache das, und wir haben dann Videomarketing für ihn gemacht. Ihr seht hier Videoaufrufe von 75.000 und zum Teil die neueren jetzt nicht ganz mehr so viel, weil letztes Jahr war es halt etwas dünner, was das Thema Reisebüro angeht. Und so bin ich da reingekommen, und wir haben uns jetzt als Firma darauf spezialisiert, YouTube-Marketing zu machen für Firmen, für andere, wo sich eigentlich kein Videomarketing lohnt. Das heißt, wir haben gesagt, wir machen für einen YouTube-Kanal, lohnt es sich nicht, ein 5.000-Euro-Video zu machen, das hochzuladen, und dann lässt man das stehen, sondern man braucht eigentlich wöchentlich, monatlich Videos. Und wir versuchen, die Lücke zu schließen zwischen, ich drehe es mal selber, das leiten wir sogar auch einigen Leuten an, bis zu den großen Sachen, die halt wirklich sehr, sehr viel Geld kosten. Und wir liegen genau dazwischen und versuchen, das Ganze halt so zu machen. Und da haben wir im Prinzip ganz, ganz gute, sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben zum Beispiel, wer sich mal angucken möchte, so einen Spielwarenmacher Günther, der hat diesen Virologen erfunden, als Räuchermännchen. Für den machen wir zum Beispiel ganz aktuell die ganze Weihnachtskollektion. Und da sind wir so, dass wir hinfahren nach Seifen. Und das Schöne ist, wir dürfen da auch reisen natürlich. Ich war so oft in Seifen in der Weihnachtszeit wie kein anderer, glaube ich. Und wir machen dort in einer Stunde 5 Videos. Und dadurch natürlich können wir das recht günstig machen. Und dadurch können wir es aber auch so günstig machen, dass derjenige, für den wir das machen, sich das auch im Handelsgeschäft sich lohnt, Videos zu produzieren. Und ich sage es so ganz ehrlich, es gibt bei uns keine Korrekturschleife. Wir sagen mit den Kunden, außer es ist was rechtlich falsch,
okay, pass auf, wir machen das beim nächsten Mal anders, wenn du es willst, aber für dieses Video lassen wir es jetzt so in die ganze Richtung. Das heißt, wir sind eigentlich eine Videoproduktionsfirma oder machen YouTube-Marketing halt wirklich am unteren Rand, und aber nicht weniger erfolgreich, würde ich sagen. Danke. Falk, noch René, Mensch. Ich weiß, sagen einige Falk, ja. Ja, René, dein Bild und deine PowerPoint oder Videos, was du uns zeigen wolltest, haben wir leider nicht gesehen. Es war nur dein kurzer RF zu sehen. Eigentlich sehe ich mich hier sogar wirklich, aber im Notfall, ich kann es euch auch nachreichen, weil ich sehe mein Rückbild hier. Problem, ich habe auch alles gesehen. René, ich habe auch alles gesehen. Ich habe auch alles gesehen. Okay, weil der Florian hat sich auch gemeldet, der hat es nämlich auch nicht gesehen gehabt. Bei mir war es auch. Ich habe es auch nicht gesehen. Okay. Ich dachte, das ist interessant, dass es manche Leute sehen, manche nicht. Ich dachte, das ist in den Videokonferenzen einheitlich. Aber also ich habe nur zwei YouTube-Kanäle gezeigt, vielleicht noch ganz kurz. Könnt ihr selber googeln danach, oder ihr schickt es, wir schicken es rum. Ne? Spielwarenmacher Günther und zum Beispiel auch das TUI Travelstar Reisebüro. Aber ja. Vielleicht kannst du deine Homepage nochmal im Chat posten, dann kann jeder nochmal auf deine Homepage schauen. Okay, können wir so machen. Alles klar. Das ist natürlich immer, vielen Dank, René, das ist natürlich immer das Risiko des Pitchers, dass alle Leitungen genau so sind wie diejenige, die du selber siehst. Das funktioniert leider nicht immer. Ich habe es zum Beispiel auch gesehen, aber wenn es natürlich jemand anders nicht sieht, dann kann man das live dann nur schwer verändern, wenn man einmal diesen Pfad gegangen ist. Aber dazu vielleicht gleich noch zwei Worte. Der nächste ist Björn Seidel. Jawohl, hallo. Vielen Dank nochmal, erstmal tolles Format. Ich freue mich hier drauf, habe mich schon die ganze Woche auf diesen Pitch gefreut und versuche auch die Zeit zu unterschreiten. Es kann gern losgehen. Genau, mein Name ist Björn Seidel von der EDOX AG. Wir verstehen uns als Architekten digitaler Arbeitswelten. Was das bedeutet ist, wir haben uns als Ziel gesetzt, mit unseren Kunden gemeinsam Arbeitswelten zu schaffen, in denen die Menschen wirksamer, zufriedener und gestärkter ihre Arbeit verrichten können. Das machen wir über verschiedene Tools, natürlich über Hardware, Software, wenn das benötigt wird, aber auch mit den Methoden. Und diese Methoden haben wir uns hauptsächlich der Softwareentwicklung entliehen, da wir auch selbst aus der App-Entwicklung kommen, und haben uns vorgenommen, unseren Kunden da tatsächlich Betroffene von Problemen zu Beteiligten zu machen und die mit in der Entstehung dieser Arbeitswelten ins Boot zu holen und gemeinsam mit dem Kunden daran zu arbeiten, diese Arbeitswelt aufzubauen und zu verbessern. Ganz konkret machen wir das zum Beispiel über digitale Posteingänge, den Rechnungsdurchlauf digital abbilden oder auch das Informationsmanagement verbessern. Das heißt, keine Datensilos irgendwo, aber auch hardware-seitig. Fehlt dem Kunde irgendwo die Möglichkeit zu scannen oder zu drucken oder auch touchless da zu arbeiten, dann machen wir genau das. Ja, ich denke, ich bin jetzt weiter unter den 3 Minuten. Danke da nochmal. Ich bin eigentlich 5 Minuten gewohnt. Ich komme aus dem Stand-up-Comedy-Bereich. Das habe ich mal in Shanghai eine Weile gemacht. Und manchmal liegt in der Kürze die Würze. Also danke für die Aufmerksamkeit. Hast noch 1:30. Wow. Willst du noch ein Gag hinten dranhängen? Das würde ich nie vergessen. Aus der Stand-up-Comedy. Genau. Genau. Jetzt hören wir dich leider nicht. Oh. Ich habe mich selbst gemutet. Das habe ich tatsächlich auf Englisch gemacht, nicht auf Deutsch, deswegen habe ich da jetzt kein Material parat. Hilft aber natürlich im Umgang mit Kunden, mit Publikum. Und ja, da lernt man auch, sich auf die Lampe zu konzentrieren oder das Signal, wenn man von der Bühne runter muss, was bei mir jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen in der Ferne liegt. Ja, ich bin ganz gespannt auf die weiteren Vorträge, Pitches, wie sich das gestaltet, und danke nochmal. Danke dir. Wunderbar, vielen Dank, Björn. Ich
würde euch zu jedem einfach nur so zwei, drei Sachen sagen, kleine Sachen, die mir aufgefallen sind. Für alle, die ich gesehen habe, gilt, ich glaube, ihr habt alle gesessen. Das ist so eine Sache. Man merkt, wenn Leute sitzen, an der Körperspannung. Es ist einfach was anderes, wenn ihr steht oder wenn ihr auf einem Hocker sitzt, ganz an der Kante vorne. Versucht mal, also vielleicht macht es Sinn, dass ihr für den nächsten Pitch einfach sozusagen steht. Weiterhin für alle würde ich auch sagen, der Call to Action macht den noch klarer. Also sozusagen, was wollt ihr tatsächlich in dem Pitch in diesen 3 Minuten? Das ist ja verdammt wenig Zeit. Was wollt ihr sozusagen von eurem Publikum, was das Publikum am Ende macht, irgendwie in einem kurzen Satz oder so. Stellt euch vor, ihr müsstet das als Button irgendwo hinkleben. Zu Ella, kurz, du hast deine Zeit wirklich perfekt auf die Sekunde ausgenutzt. Herzlichen Glückwunsch. Das hat mir gut gefallen. Deine Vorstellung und dein Call to Action, die kamen ganz schön spät. Also ich habe sozusagen die ganze Zeit gewartet, wann sozusagen kommt, was du von uns möchtest. Das hast du ja zum Schluss gesagt. Aber eben erst zum Schluss. Ich würde es ganz an den Anfang packen. Und dann würde ich auch noch mal überlegen, welche Bilder du verwenden willst und in welchem Zustand oder in welche Stimmung du dein Publikum mit den Bildern und den Motiven bringst, die du verwendest. Florian, dein Anliegen war ganz am Anfang. Das war spitze, weil ich wusste sofort, was du möchtest. Was ich nicht so richtig verstanden habe, ist, warum dein Flipchart hinter dir steht. Ich würde sagen, entweder du verwendest es, um etwas rüberzubringen, was du eh sagen willst, oder du stellst es halt einfach weg, weil dann ist das Bild, was hinter dir an der Wand hängt, noch ein bisschen schöner. Du hast 20 Sekunden noch übrig gehabt. Du hast zwar alles gesagt, aber am Ende ist es trotzdem schade, wenn von den 3 Minuten du nur 2:40 verwendest. Und dein Slogan zum Schluss, den fand ich auch super. Wenn der am Anfang wäre, dann wäre ich sozusagen noch mehr und sofort drin in dem, was du, der Mensch im Mittelpunkt, ja, das ist sehr stark. Pack das einfach an den Anfang. René, persönliche Geschichte, super schön, vielen Dank, weil ich bin sofort bei dir. Ich habe sofort Lust, dir zuzuhören und ich kann sofort mich mit dem verbinden, was du sagst, wo du gewesen bist, wie du zu dem gekommen bist, was du gemacht hast. Das hat mir sehr gut gefallen. Leider, das hat man vorhin schon kurz angesprochen, waren deine Referenzen, bei mir waren sie unscharf. Ich habe sie zwar gesehen, aber sie waren unscharf. Bei einigen waren sie gar nicht zu sehen. Und auch da stellt sich ja die Frage, was möchtest du zeigen? Du möchtest ja im Prinzip sagen, dass du für jemanden etwas gemacht hast und den irgendwie ins Licht drücken. Und das muss dann in der Form passieren, die mich dann auch davon überzeugt, dass das geil ist. Ja, weil sozusagen, wenn es unscharf ist, ist es einfach schade. Da kannst du vielleicht mit einem Screenshot arbeiten, zum Beispiel, oder eben, also wie dieser Hinweis, ne, auf den Chat, also dass du zum Beispiel die beiden Seiten dann auch in den Chat packst. Björn, vielen Dank für deinen Hintergrund. Ja? Ich kann erkennen, dass du irgendwo in einem Büro sitzt, aber ich bin nicht abgelenkt, weil er unscharf ist. Das ist eine sehr, sehr einfache Variante, ähnlich wie auch bei Ella mit der Wand, um Leute eben nicht abzulenken und um mich auf das, was du sagst, zu fokussieren. Ja, wunderbar. Ganz einfach. Dein Text war vorbereitet offensichtlich, denn ich kann sehen, dass du am Screen einige Sachen gelesen hast oder dahinter. Das ist auch total okay. Nutzt diese Variante, wenn ihr sowieso in den Screen guckt, Dinge auf dem Screen zu haben, die euch helfen, Dinge zu strukturieren. Also ja, perfekt. Du hast natürlich auch die Zeit leider nicht ausgenutzt und wenn du aus der Stand-up-Comedy kommst, das wäre natürlich großartig gewesen, da irgendwas zu haben, womit du dein Publikum ganz am Anfang einfach sozusagen ein bisschen ins Lachen bringst. Und vielleicht der letzte Tipp noch, das mit dem Drehstuhl ist ein bisschen schwierig, weil ich sozusagen immer so ein bisschen hamstermäßig jetzt weiß, wie, wo, ach da, nee, jetzt ist er wieder da. So, also vielleicht kannst du irgendwo sitzen, wo du deine Präsenz noch ein bisschen mehr nach vorne bringen kannst.
dies in aller Kürze zu den Leuten, die jetzt schon dran waren. Wie gesagt, in einem Videotraining oder in einer Videoanalyse oder dann natürlich auch in einem Live-Pitch-Training können wir natürlich noch viel mehr machen mit eurer Körpersprache, mit eurer Struktur, mit eurem Atem und eurer Stimme, als das jetzt hier in der Kürze der Zeit und in diesem Format geht. Die nächsten vier sind dementsprechend Anne Richter, Charlotte Kügler, Hagen Stocklosser zusammen mit Alessia Husfeld und der Christian Vogel. Sollte von denen jemand rausfallen, machen sich bitte die nächsten zwei noch aus der dritten Gruppe dann fertig. Das sind Gerrit Blattmann und Detlef Arlt. Ansonsten gebe ich ab an Anne Richter. Zeit läuft, wenn du sagst, es läuft. Hört man mich gut? Sehr schön. Sieht man mich auch? Auch, alles klar. Sehr schön. Dann, legen wir los. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Mein Name ist Anne Richter und ich bin für die MIR Marketing im Radio tätig, dem Radiovermarkter der Sender Radio PSR, RSA Energy Sachsen und Landeswelle Thüringen. Ihr kennt sicherlich den Slogan, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Das ist die Stärke von Audio. Radio ist natürlich ein Teil von Audio, unserer sogenannten Audiosphäre, wie wir sie gerne nennen. Und Audio hat natürlich insbesondere im letzten Jahr einen hohen Stellenwert erreicht und ist zum täglichen Begleiter der Menschen geworden. Ob nun im UKW-Radio oder Online-Bereich, Streaming-Dienste, Podcasts, Hörbücher etc. Also die Audionutzung hat in den letzten Monaten und Jahren dann doch stark zugenommen. Ich denke, das könnt ihr alle bestätigen. Und das freut uns natürlich auch als Audiovermarkter. Die MIR Marketing im Radio ist nicht mehr nur Radio wie früher, sondern wir haben uns natürlich aufgrund der Digitalisierung auch weiterentwickelt und auch unsere Produkte weiterentwickelt, aber dazu gleich mehr. Jetzt sind wir natürlich erstmal gespannt, was die heutige Sitzung der Landesregierung mit sich bringt. Wir hoffen natürlich alle auf positive Neuigkeiten wie die Geschäftseröffnungen. Und da sind wir euer Partner, um kurzfristig für Aufmerksamkeit in Sachsen und Thüringen zu sorgen. Denn unsere Stärke ist eine schnelle Kampagnenplanung und Umsetzung. Wenn ihr in kurzer Zeit eine hohe Reichweite aufbauen wollt, dann ist natürlich unser klassisches Massenmedium Radio eine ganz geeignete Plattform. Denn wir können nicht nur die direkte Zielgruppe ansprechen, sondern eben auch die Multiplikatoren wie Familie, Freunde, Partner etc. Wenn ihr es aber dann doch etwas genauer haben wollt und eine bestimmte Zielgruppe erreichen wollt, wie zum Beispiel Frauen im Alter von 30 bis 49 Jahren, noch Interesse an Mode beispielsweise, dann bieten unsere Online-Streams von 10 Radiostationen und 8 Webradios eine geeignete Plattform, um an die Zielgruppe heranzutreten, sodass eure Werbebotschaft an der richtigen Stelle platziert wird. Und wenn es noch ein Stück weit kreativer sein soll, also die Wiedereröffnung noch kreativer kommuniziert werden soll, dann setzt zum Beispiel auf Podcast. Unser beliebtester Podcast ist der mit den Waffeln einer Frau, mit der charmanten Barbara Schöneberger, die sich prominente Gäste einlädt zum Waffenessen und für einen Plausch. Und das begeistert natürlich insbesondere unsere weiblichen Hörer. Und hier könnt ihr euch mit eurer Dienstleistung oder eurem Produkt authentisch einbinden lassen und genießt damit natürlich noch gerade in diesen besonderen Zeiten eine höhere Glaubwürdigkeit bei den Hörern. Ja, ihr seht, wir sind breit aufgestellt und können euch individuelle Pakete schnüren. Meine Kollegen in Chemnitz, Dresden, Leipzig und Erfurt sowie natürlich auch ich, wir beraten euch gern und vielen Dank für die Zeit. Perfektes Timing. Perfektes Timing, in der Tat. Vielen Dank, Anne. Die nächste ist Charlotte Kügler für Even Kurz. Charlotte, bist du da? Ja, ich bin da, entschuldigt. Da ist sie. Ich bin da. Ich hoffe, man hört und man sieht mich. Und dann lege ich auch schon mal los. Hi, ich bin Charlotte Kügler, ich bin von Evergreen und wir sind ein digitaler Vermögensverwalter
und sitzen nicht, wie man das vielleicht klassisch denken könnte, irgendwo in Frankfurt, sondern wir haben uns in Leipzig niedergelassen und sitzen hier direkt auch am Dietrichring in der Innenstadt. Was uns so von anderen klassischen Robo-Advisern oder Vermögensverwaltern abgrenzt, ist, dass wir eben nicht in irgendwelche Fremdprodukte das Geld unserer Kunden investieren, sondern in unsere eigenen aufgesetzten Fonds. Das bringt das Ganze dazu, dass wir das sehr kostengünstig anbieten können. Wir berechnen für unsere Kunden keine Servicegebühr, keine Transaktionsgebühr oder auch Depotführungsgebühren. Das ist alles kostenfrei. Das Einzige, was innerhalb der Fonds abgegolten wird, ist eine Fondsmanagementgebühr. Die liegt aber recht niedrig bei 0,59% im Jahr. Wird auch nicht gesondert ausgewiesen, sondern immer direkt innerhalb der Fonds schon abgegolten. Wir oder Evergreen steht für den Kleinsparer. Bei uns kann man nicht erst ab einer bestimmten Summe Geld anlegen, sondern wir machen das schon ab einem Euro möglich. Das heißt, unsere Kunden können das Vertrauen selbst in uns gewinnen, indem sie sich auch erstmal einen kleinen Betrag anlegen und den dann nach einer gewissen Anlagezeit einfach auch vielleicht erhöhen wollen oder merken, okay, Geldanlagen sind doch nichts für ihn. Da auch Geldanlagen immer mit Schwankungen verbunden sind, ist es auch nicht so, dass unsere Kunden sich entscheiden, sie wollen einen bestimmten Aktien- oder Anleihenanteil drin haben, sondern unsere Kunden entscheiden sich für das Risiko, was sie eingehen wollen. Dafür gibt es bei uns 10 Risikoklassen und die sind von sehr sicherheitsorientiert bis zu sehr ertragsorientiert aufgespalten. Und jeder kann dann schauen, was für ihn das beste Risiko ist oder welches Risiko sie eingehen können und wollen. Außerdem gibt es bei uns auch verschiedene Unterdepots. Wir nennen es Pockets. Man kann bei uns verschiedene Sparziele halt hinterlegen und jedes Pocket kann auch mit einer anderen Risikoklasse belegt werden. Man kann also für die Altersvorsorge sparen, aber auch für eine kurzfristige Geldanlage wie das Fahrrad oder vielleicht fürs nächste Traumhaus. Und was jetzt auch, womit wir jetzt auch neu angefangen haben, sind Geschäftskonten. Da bin ich vielleicht, habe ich hier auch vielleicht die richtigen Zuhörer, dadurch, dass ja viele Banken jetzt auch mit dem Minuszins anfangen. Und außerdem meistens das Geld nur bis zu 100.000 Euro gesichert ist, ist eine Geldanlage vielleicht für Geschäftskunden auch nochmal interessanter. Also sprecht mich gerne an, ich gebe gerne meine Kontaktdaten weiter. Und das war es auch schon von mir. Vielen Dank, Charlotte. Als nächstes haben wir den Hagen Stocklosser von der Bylos zusammen mit Alessia Husfeld. Hallo. Seht ihr uns? Ja. Sehr schön. Super. Dann würden wir auch direkt anfangen. Danke, dass wir schon das zweite Mal dabei sein dürfen. Wir sind von Bylos. Uns gibt es jetzt seit 3 Jahren. Wir sind eine Digitalberatung für KMU. Und haben uns am Anfang sehr stark auf die Digitalisierung von Personalprozessen konzentriert und haben jetzt aber mittlerweile auch ein paar neue Bereiche, die ganz spannend sind, zum Beispiel das Business Development bei uns. Genau, im Business Development arbeiten wir vor allem mit Kunden zusammen, die sehr traditionelle Strukturen in ihrem Unternehmen haben und wir entwickeln dann gemeinsam mit diesen Kunden eben neue Geschäftsmodelle, in der Regel digitale Geschäftsmodelle. Und im letzten Jahr ist es ein bisschen dazu gekommen, dass unsere Aufträge sich ein bisschen blöd verlagert haben. Wir hatten tatsächlich ein kleines Loch, das lag zum ja, unter anderem auch daran, dass wir einfach nicht auf Veranstaltungen gehen konnten. Wir profitieren sehr davon, dass man uns weiterempfiehlt, also dass Leute mit einem konkreten Problem sich unterhalten und dann dieser Tipp weitergegeben wird, meldet euch mal bei Bylos. Genau, und das ist dann einfach weggefallen. Und in dem Moment haben wir uns die Frage gestellt, warum gibt es dieses Tippgebergeschäft nicht digital? Warum gibt es dafür keine Plattform? Ja, und aus den ersten unkonkreten Gedanken ist dann relativ schnell eine Plattform gewachsen, wo wir einfach dem Suchenden das Einstellen von Tipps erleichtern und der andere, der Tippgeber werden kann, kann durchgucken, okay, kenne ich hier jemanden, kann ich da jemanden empfehlen, wo kann ich mit meinen Empfehlungen weiterhelfen. Und das Ganze haben wir jetzt 4 Monate lang entwickelt und getestet mit ersten Nutzern auf der Tippgeberseite.
uns da ganz viel Feedback eingesammelt, fokussieren uns jetzt in erster Linie tippgeberseitig auf eine junge Zielgruppe, weil wir da gesehen haben, dass viele Leute beispielsweise im Gastro-Event-Bereich, die ja eigentlich, die jetzt ihre Nebenjobs zum Beispiel verloren haben und dadurch eine Möglichkeit bekommen, mit ihren Kontakten sozusagen Geld zu verdienen. Weil warum sollte ein guter Kontakt, der jemand anderem ein Geschäft bringt, nicht auch Geld wert sein? Und so sind wir gestartet und was wir heute fragen wollen, ist, ob hier jemand Interesse hat, quasi von der suchenden Seite aus das Ganze mit uns einmal zu testen. Und wir suchen Partner jetzt vordergründig erstmal im Immobilienbereich, weil wir uns für den Anfang auf Immobilientippgeschäfte konzentrieren, weil es dort einfach schon ein bekannterer Mechanismus ist. Also wenn ihr da Interesse habt oder vielleicht einen Tipp für uns habt, dann sagt Bescheid. Genau. Haben wir noch Zeit? Ja, ich glaube, ein bisschen haben wir noch. Also ja, vielleicht kann man noch kurz dazu sagen, dass auch die Tippgeberseite interessant für uns ist. Vielleicht hat da jemand Lust, das Ganze mal zu testen. Also Leute, die irgendwie Kontakte haben und da gerne mal durchklicken wollen, die können sich natürlich auch gerne bei uns melden, denn wir sind jetzt halt an dem Punkt, wo wir am Anfang vor allem beide Seiten, also Angebot und Nachfrage, ein bisschen bedienen müssen. Geschafft. Danke. Vielen Dank an Hagen und Alessia. Dann haben wir als vierten in dieser Gruppe den Christian Vogel. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch sehr, heute wieder dabei sein zu dürfen und würde dann auch direkt loslegen. Also mein Name ist Christian Vogel. Ich bin Vertriebsmitarbeiter im Außendienst bei der Unique Projects GmbH und Co. KG hier in Leipzig. Wir sind ein IT-Lösungsanbieter. Das heißt, ihr bekommt bei uns ja maßgeschneiderte IT-Lösungen für euer Unternehmen. Egal, ob ihr jetzt Einzelunternehmer seid oder vielleicht Mitarbeiter in einem 10.000-Mann-Konzern. Wir statten euch im Prinzip mit der passenden IT-Lösung aus den Bereichen IT-Infrastruktur, IT-Security, Cloud-Solutions und auch End-User-Computing aus. Gerade zu Beginn dieser ganzen Corona-Pandemie und auch letztes Jahr im Herbst, wo dieses Corona-Thema wieder ein bisschen mehr an Fahrt gewonnen hat, haben wir sehr viele Firmen dabei unterstützt, ihre Mitarbeiter ins Homeoffice zu bekommen. Das heißt, wir haben nicht nur das IT-Equipment gestellt, sondern wir haben diese Heimarbeitsplätze auch entsprechend sicher gemacht und sicher an das Firmennetz angebunden. Dazu zählen halt nicht nur Monitor, Notebook und Co., sondern halt auch dieses ganze Thema Microsoft 365 und auch die entsprechende Anbindung an die Unternehmensstruktur. Wir haben bei uns in der Firma einen Firmenleitspruch: Supporting your business anytime, anywhere. Und das heißt im Prinzip für euch, ihr bekommt bei uns Beratung, Hardware, Software, Service und Support. Und das im Prinzip alles aus einer Hand und das auch rund um die Uhr. Wir haben ein relativ umfangreiches Lösungsportfolio für IT-Lösungen. Ich würde euch das gerne im Nachgang vielleicht einfach nochmal per E-Mail zur Verfügung stellen, damit ihr da vielleicht auch nochmal reinstreuen könnt. Was unsere Kunden besonders an uns schätzen, ist im Prinzip unser großes Know-how in dem, was wir halt tun, aber gerade auch die einfache, direkte Kommunikation zu uns. Wir sind jetzt aktuell 50 Mitarbeiter groß, hier an den Standorten Leipzig und auch Duisburg. Und wir sind für euch natürlich deutschlandweit unterwegs. Wer uns noch besser kennenlernen möchte, dem möchte ich gerne hier die Einladung aussprechen, gerne nochmal persönlich auf mich zuzukommen oder vielleicht einfach mal unsere Webseite zu besuchen, unique-projects.com, und dort auch einfach mal reinzuschnuppern. Ansonsten, wir sind seit Anfang 2020 offizielles BVMW-Mitglied und ja, wir wissen diese Plattform, die uns der BVMW hier gibt, sehr zu schätzen, gerade das einfache Netzwerken, das Kennenlernen anderer Firmen und auch das einfache Sprechen über Themen mit anderen Menschen. Besonders in den Präsenzveranstaltungen finden wir wirklich großartig, auch wenn die Veranstaltungen leider gerade wegfallen.
Würde ich mich sehr darauf freuen, euch einfach mal persönlich auf einer der nächsten kommenden Veranstaltungen, vielleicht im Sommer, Spätsommer, euch einfach persönlich kennenzulernen. Und ja, danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und das war's von meiner Seite. Dankeschön. Den Werbeblock wollte ich auch unbedingt noch hören, Christian. Ich habe meine Uhr vergessen einzustellen. Sorry, Mensch. Nein, ehrlich. Aber ich glaube, du hast deine Zeit gut genutzt. Dann war ich bestimmt perfekt in den 3 Minuten. Gut, in dubio pro reo, glaube ich, sagt man. In diesem Fall hast du Glück gehabt. Lasst mich kurz 2, 3 Sachen. Vielen Dank erstmal, Christian. Lasst mich kurz 2, 3 Sachen sagen. Anne, Moment. So, Anne, sehe ich dich? Ja, Anne, wunderbar. Vielleicht eine Rückfrage noch kurz. Der Hintergrund, das ist Absicht, dass der Spiegel verkehrt ist? Oh, ich habe es mir fast gedacht, dass es so kommt. Okay. Also nicht. Der Spiegel verkehrt. Ja, wenn man sowas absichtlich macht, kann das natürlich cool sein, einfach weil es die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt lenkt. Ja, so war es auch gedacht. Ja, genau. Wenn man sowas nicht absichtlich macht, ist es natürlich immer so eine Sache, weil ich gucke da links hin, von mir aus links, von dir aus rechts, und frage mich, was da steht. Und in dem Moment höre ich dir nicht zu. Das ist natürlich schade. Ansonsten, du hast deine Zeit natürlich top genutzt, bis auf die Sekunde. Das war super. Und du hast auch die Zielgruppe gut erklärt. Also du hast genau erklärt, wie man sozusagen mit Audio seine Zielgruppe gut targeten kann. Hast das Beispiel von Barbara Schöneberger verwendet. Und dein Call to Action, also ihr wollt schnelle Kampagnenplanung und Umsetzung von uns, der kam gut raus. Ich persönlich hätte ihn mir noch etwas früher gewünscht, am besten gleich am Anfang, weil da weiß ich nämlich genau, was du sozusagen anbietest und was ich auch davon habe, dass du hier pitcht. Und das dann in Kombination mit dieser Barbara Schöneberger, die ja wahrscheinlich alle kennen und die irgendwie auch eine Bombe ist, wenn sie auftritt, da habe ich sofort ein Bild und es macht sofort Bam und es hast du im Prinzip gewonnen. Ein kleiner Tipp für den Hintergrund, wenn du diesen virtuellen Hintergrund nimmst, ich weiß nicht, wie man es macht, aber bei Personen mit längeren Haaren ist es natürlich oft so, dass die Haare und der Hintergrund ein bisschen verschwimmen und das ist auch manchmal ein bisschen Ablenkung, aber wir sind hier, das ist Jammern auf hohem Niveau. Ja? Also vielen Dank. Charlotte, du hattest Zeit übrig, leider. Nicht viel, aber bei 3 Minuten sind 20 Sekunden oder 15 halt schon ein relativ hoher Prozentsatz und die solltest du einfach nutzen, wenn du sie zur Verfügung hast. Ich habe den USP diesmal, und ihr wart ja schon letztes Mal auch schon am Start, diesmal habe ich den USP verstanden. Vielen Dank also dafür. Aber also das, was ihr eigentlich sagen wollt, ist ja, ihr habt ein kostenfreies Depot mit eigenen Fondprodukten. Und dann kommen die zehn Risikoklassen, dann kommen die Pockets, dann kommen die Geschäftskunden. Das ist alles super, weil es perfekt auf die Zielgruppe passt. Nur ich hätte statt dem digitalen Vermögensverwalter gerne am Anfang gehört, weil wenn ich digitaler Vermögensverwalter höre und ich bin nicht in dem Business, dann frage ich mich, was es ist. Aber wenn ich sehe, ja, okay, jemand hat 10 Risikoklassen und jemand hat dieses kostenfreie Depot, dann weiß ich sofort, was du von mir möchtest. Die Binos GbR. Auch hier ist die Frage, ist das Whiteboard Absicht? Ja, also ganz ehrlich, wir dachten, wir bringen mal ein bisschen Startup-Charakter rein. Unser Büro ist einfach nicht so groß. Wir konnten jetzt hier nicht so viel rumschieben und haben gedacht, wir setzen heute mal alles auf ein Pferd. Ja, wunderbar. Das mit dem Startup-Charakter ist euch definitiv gelungen. Für alle anderen, wenn es keine Absicht ist, wischt das Whiteboard ab. Und tut die Kamera einfach ein kleines Stückchen nach rechts, dann sieht man nämlich die Tür nicht. Ansonsten fand ich euer Ping-Pong ganz cool am Anfang. Schade, dass ihr es nicht weitergeführt habt, denn wenn ich sozusagen 2 habe und ich bin immer am Hin- und Her gucken, dann ist das
kann es ablenkend sein, aber wenn ich das dramaturgisch einbaue, dann habe ich natürlich einfach einen Aufmerksamkeitsgag geschafft und das ist einfach eine gute Idee, das mitzunutzen. Zu eurem Call to Action, ihr wollt nichts fragen, ja? Ihr habt etwas für uns, also zum Beispiel für Tester oder für Partner, habt ihr irgendwas, warum das für die spannend ist, dann platziert ihr das hier in diesem Pitch und deswegen finden Leute das cool, mit euch zu testen oder eben Partner von euch zu werden. Das mit dem Frage und mit der Einladung ist gut, aber es kommt nicht forsch genug rüber, weil ihr wollt ja was. Ja, also da könnt ihr euch ruhig trauen, noch ein bisschen mit ein bisschen mehr Umf die ganze Sache zu vertreten. Christian, der Pullover ist Absicht, nehme ich an, wieder die gleiche Frage. Ja. Sehr gut, weil er passt ausgezeichnet zum Hintergrund, auch die richtige Antwort gewesen in diesem Fall. Vielen Dank für diesen Hintergrund. Der Unterschied von der Pflanze zu diesem Poster ist so, dass ich da gerne hinschaue, ist so, dass er mich nicht ablenkt. Warst du beim letzten Mal auch dabei? Ich war beim letzten Mal auch dabei, ja. Da allerdings dann aus dem Homeoffice heraus. Du hattest beim letzten Mal ein weißes Hemd an, richtig? Ja, genau, richtig. Genau. Mir gefällt diese Art und Weise sehr viel besser, die passt besser zu dir. Es ist zwar weniger aufgeräumt, aber es hat einfach ein bisschen ein angenehmeres Flair und Ambiente und ich höre dir einfach lieber zu, als in dieser anderen sehr, sehr, sehr aufrechten, wie sagt man, also ne, business-like Setting. Und dein Pitch war auch dementsprechend heute ein bisschen softer. Das ist der einzige Aspekt daran, der mir nicht so gut gefallen hat, weil du beim letzten Mal deutlich klarer noch gemacht hast, sagen wir mal, was ein IT-Dienstleister machen kann. IT-Dienstleister sind oft austauschbar. Du solltest an dieser Stelle noch mehr sagen können, warum ihr Unique Projects heißt. Und da reicht aus meiner Sicht die Accessibility, dass man mit euch sozusagen gut kommunizieren kann, die reicht da nicht aus. Also hier möchte ich gerne was haben, was mir Lust macht, auf deine Seite zu gehen, weil alle Informationen über dein Unternehmen sehe ich ja auf der Internetseite. Insofern müsste der Pitch hier noch was haben, wo ich noch ein bisschen mehr Bock habe. Für alle vier gilt, ich habe es bei zwei nur gehört, aber weil ich es jetzt in dieser Gruppe sage, sage ich es für alle vier. Streicht, das war's. Diese Formulierung gibt es nicht im Pitch. Die gibt es auch nie wieder. Ihr habt es sozusagen jetzt einmal verwendet und ihr werdet es nie wieder verwenden. Nutzt die Zeit lieber, um euch bei eurem Publikum zu bedanken. Nutzt die Zeit, um einen kleinen Witz zu reißen. Oder nutzt die Zeit, um euren Call to Action nochmal zu platzieren. Man kann Call to Actions nicht oft genug platzieren im Pitch. Ihr habt nur 3 Minuten. Nutzt diese Zeit weise und streicht. Das war's. Vielen Dank an dieser Stelle für die zweiten vier. Wir kommen also zu den dritten Vieren. Danach gibt es eine Pause von 5 Minuten. Die nächsten vier sind Gerrit Blattmann, Detlef Arlt, Henry Focke und Tamas Hüttenheber. Ich hoffe, Sie sind alle da. Wenn nicht, aus der nächsten Gruppe sind dann die Nachrücker Bernd Neuhoff und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Jan Ji. Ich muss mich schnell einhaken. Ich glaube, der Gerrit ist nicht da, der Henry und der Hyang ist auch nicht da. Oh. Dann ich habe sie nicht gesehen. Bitte schnell ein Veto einlegen, wer dann doch anwesend ist. Nee, kann ich bestätigen. Ich habe sie jetzt auch nicht gesehen. Ich mache alle drei mit. Alles kein Thema. Danke, Tamas. Ja, dachte ich mir schon. Übrigens, da eine Frage. Ich kann bloß nicht so viel parallel WhatsApp, E-Mails etc. beantworten, wenn die so quasi vier gleichzeitig reinlaufen. Dein Hintergrundbild sieht man und es ist in Ordnung. Ja, du kriegst trotzdem nicht 15 Minuten, wenn du für 3 nur, dass wir das gleich hier am Anfang klargestellt haben. Wenn Gerrit Blattmann nicht da ist, dann ist Detlef Arlt der Nächste. Detlef, bist du da? Das sieht aus. Also sehen tue ich ihn. Immerhin. Ja, er ist aber noch gemutet.
Sorry. Ja, Detlef, mach dein Mikrofon an, sonst hören wir dich nicht. Ja, Detlef Alt, Unternehmens- und Führungskräfte. Da ist er. Ja. Wunderbar. Geht los? Detlef Alt, Unternehmens- und Führungskräfteentwicklung. Wir machen Ihre Mitarbeiter nicht nur glücklicher, sondern auch effektiver. Kennen Sie das auch? Am Ende des Tages sind noch so viele Aufgaben zu erledigen, die Sie gerne schaffen wollten. Ihre Mitarbeiter brennen nicht so für Ihr Unternehmen wie Sie oder wie Sie sich das wünschen. Die besten Mitarbeiter verlassen Sie an den Wettbewerb. Das muss nicht sein. Wir setzen in Ihrem Unternehmen die über 40 Jahre erprobten und ständig weiterentwickelten Konzepte von LMI um, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Mitarbeiter nicht nur glücklicher, sondern auch effektiver zu machen. Gerade im Homeoffice ist es wichtig, dass sich Ihre Mitarbeiter organisieren, dass sie genauso effektiv, oftmals auch effektiver arbeiten als im Büro. Und dazu brauchen die eine Identifikation mit dem Unternehmen und müssen für ihr Unternehmen brennen. Sie wollen, dass ihre Teams noch effektiver werden. Sie wollen, dass ihre Mitarbeiter für ihre Arbeit brennen. Dann sollten wir zusammen sprechen. Meine Kontaktdaten finden Sie unter www.detlefalt.de. Ich freue mich auf Ihren Anruf und wir schauen, was in Ihrem Unternehmen ganz konkret umzusetzen geht und wie wir das machen. In jetzigen Zeiten auch gern online. Ihr Unternehmenserfolg wird es Ihnen danken. Zusätzlich bearbeiten wir auch in dem Konzept Heldenreise Führungstools für die Führungskräfte von morgen, nämlich die Startups für heute. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie sich bei mir melden. Detlef Alt, Unternehmens- und Führungskräfteentwicklung. Noch 30 Sekunden, Detlef, unterhalte uns. Ja, bei uns im Kurs haben Sie nicht nur unwahrscheinlich viel Input als Information, sondern wir setzen die auch gemeinsam um. Und eins ist ganz wichtig, wir lachen in jedem Kurs. Wenn ich das an dem Tag nicht geschafft habe, habe ich einen schlechten Tag, den gab es bisher noch nicht. Dankeschön. Perfekt. Vielen Dank. Vielen Dank, Detlef. Als nächstes steht Henry Focke auf meiner Liste. Ist Henry Focke am Start? Den Henry habe ich leider noch nicht gesehen. Henry, sag was, wenn ich dich übersehen haben sollte. Nein, er hat es leider nicht geschafft heute. Gut oder nicht gut, aber nicht zu ändern erstmal. Dann ist Tamas Hüttengeber. Tamas, da ist er. Wie habe ich jetzt 15 Minuten abgehört? Nein, alles gut. Ja, Kirsten, drück auf die Uhr, ich drücke auch drauf, ich sehe das nebenbei hier. Von daher, let's go. Ja, mein Name ist Tamas Schüttenheber von Zoom Dinner. Und wie Sie in der heutigen Zeit Business Meetings ohne Herausforderungen abhalten können, das erfahren Sie jetzt hier von mir. Wir liefern Qualität und Sie hinterlassen Eindruck. Die besten Meetings finden beim Essen statt und mit Zoom Dinner auch über jede Entfernung hinweg. Business geht durch den Magen. Mit Zoom Dinner können Sie unkompliziert Geschäftsessen arrangieren und gleichzeitig die Essenz von Business Meetings bewahren. Verbinden Sie sich per Videocall mit Ihren Geschäftspartnern und Mitarbeitern und machen Sie gleichzeitig Ihre Meetings zu etwas Besonderem. Holen Sie sich Restaurantqualität ins Büro oder nach Hause. Moderiert durch Zoom Dinner werden die Speisen gemeinsam fertiggestellt, angerichtet. So einfach kann man Business und Geschmack miteinander verbinden. Wie funktioniert das? Einfach auf zoomdinner.de Daten eingeben, Datum, Uhrzeit auswählen, Personenzahl in den einzelnen Städten angeben, auf Dinner-Anfragen klicken, fertig. Mittlerweile kleine Änderungen, wir haben es ein bisschen abgekürzt, wir machen jetzt nur noch individuelle Anfragen.
Das heißt, jede Anfrage, die kommt, wird individuell von uns bearbeitet und wir passen das Meeting genau auf euch ab. Am Meeting wird das Menü oder was man auch immer ausgesucht hat für ein Package an die Wunschadresse geliefert, und also einen Tag vorher, und gemeinsam verändern wir das Menü mit den Gästen zusammen. Das heißt, wir haben hier am Anfang eines Meetings einen absolut genialen Icebreaker, der quasi dafür sorgt, dass man erstmal auf eine persönliche Ebene kommt, bevor man über das Geschäftliche redet. Oder man kann auch Mitarbeiter damit super flächen. Wir haben zum Beispiel letztens ein Meeting gehabt, das ging über 2 Tage, das war spitzenmäßig. Der erste Tag war ohne Essen, da war ziemlich langweilig und öde, und am zweiten Tag haben wir Mittagessen gemacht und danach rief sich der Chef an, wir hätten das Essen schon am ersten Tag machen sollen, weil so effektiv wie hinterher das Meeting war, war es die anderen 3 Tage vorher nicht. Von daher, absolutes Pluspunkt, das System geht auf, funktioniert und man kriegt wirklich alle dran. Ich habe noch keinen einzigen gesehen, der rausgegangen hat, gesagt, das war absolut scheiße, Zeitverschwendung. Nein, war es nicht. So, wir kochen nicht komplett für alle, sondern wir haben vorgefertigte Speisen, das wird zubereitet von der Steffi Klappereichel. Und jetzt kommt, ein Werbeblock für BVMW und Zoom Dinner. Ja? Weil wir haben, das wird mega, am 25.03. haben wir einen Netzwerkabend für uns zusammen erstellt. Und das geht um 18 Uhr los. Um 19 Uhr fangen wir an, gemeinsam die Essen fertig zu machen. Dann ist die Christine Schlotter mit dabei. Die wird ein bisschen was von ihren Weinen erzählen. Dann ist der Dirk Brückner mit dabei. Der wird ein bisschen was vom Online-Netzwerken erzählen. Werden wir alle zusammen gemeinsam das Essen genießen und wirklich hier Weltmeisterqualität auf den Tisch präsentiert kriegen. Und dann tun wir noch eine Runde Netzwerken, quatschen. Dann kann man die Leute kennenlernen. Man kann in Breakout-Rooms reingehen. Man kann alles machen, was man möchte. Das Wichtigste ist, wir haben Spaß. Und das Allerwichtigste ist, wir lernen alle mal Zoom-Dinner kennen. Und das noch Wichtigere ist, ladet auch Leute von außerhalb von BVM ein, weil dann ist es nämlich genau das, was wir wollen. Jeder kennt jeden. Ich habe nicht das drauf, weil bei mir geht es immer weiter. Deine 15 Minuten sind leider schon um. So schnell kann das gehen. Dann haben wir als nächstes den ersten Nachrücker aus der nächsten Gruppe, nämlich den Bernd Neuhoff. Ja, ich hoffe, man kann mich jetzt hören. Ich würde jetzt kann man mich auch sehen? Ja. Ja, okay, alles klar. Ich würde aber parallel jetzt eine kleine Präsentation mit aufmachen. Ich starte die Zeit schon mal, Bernd. Ist das okay? Ja, Moment, ich mache es gerade hier mal an und dann würde ich das, dann kann es losgehen. Also kann man Bildschirm sehen, ja? Ja. Alles klar, dann kann es losgehen. Ja, mein Name ist Bernd Neuhoff von der DG-Gruppe. Wir betreuen seit vielen Jahrzehnten im ganzen Bundesgebiet viele Tausende von Unternehmen, von kleinen bis großen. Und wir machen das unter dem Motto Mehrwert schaffen für Menschen und Unternehmen. Wir bieten individuelle Lösungen, um eben Arbeitgeberattraktivität zu steigern und Wertschätzung gegenüber seinen Mitarbeitern zu zeigen, was ja heute in Zeiten von Fachkräftemangel sicherlich gut ist. Dafür bieten wir ein individuell nutzbares Portal Benefit4U, worüber wir eben sowohl bestehende Benefits, die Arbeitgeber gegebenenfalls eben auch schon haben, attraktiv in die Vermarktung bringen, aber eben viele, viele, viele Ideen, die über Jahrzehnte entstanden sind, eben bei uns, die wir auf dem Portal platzieren, wie zum Beispiel der Klassiker, das Dienstrad, das Jobrad, was wir eben über eine Umwandlung des Gehaltes eben mit einpflegen. Wir haben Steuerberater, Juristen bei uns beschäftigt, die das mit dem Finanzamt klären, mit dem Ziel, dass der Arbeitnehmer eben sein E-Bike, sein Pedelec eben für 40% günstiger bekommt. Oder eben das gleiche Thema, Kommunikationstechnik, PCs, für sich und seine Familie eben viel günstiger einkaufen kann. Das Thema, ein Portal, wo man fast alle Marken zwischen 10% und 35% für seine Arbeitnehmer einrichten kann. Ein ganz, ganz besonderes, großer USP. Man kann eben hier Gehaltsextras, die der Staat seit den 50er Jahren eingerichtet hat, Fahrscheine oder Essenschecks, Warengutscheine, Handykosten, kann man eben im Unternehmen in die Vergütung einpflegen. Auch das wird von uns alles gesteuert. Hier ein Beispiel. Ein Arbeitnehmer kann eben hier, wenn man zum Beispiel 4 solcher Bausteine einfügt, 64 Euro mehr netto im Monat haben und wir kombinieren das gerne, 130 in eine betriebliche Altersvorsorge oder er kann eben ohne Aufwand 262 Euro in eine betriebliche Altersvorsorge stecken.
oder eben für 284 Höchstsatz eben mit 10 Euro Eigenaufwand. Das kann auch in eine betriebliche Krankenversicherung gesteckt werden oder in sonstige Instrumente. Dafür dient so ein Portal, Demozugang, jederzeit eben auch natürlich Zugriff zu bekommen, können wir gerne weitergeben. Das Wichtige, Rundum-Sorglos-Paket, kein Arbeitgeber oder Personaler hat Lust, hier großen Aufwand zu betreiben. Wir erledigen das alles, das Ganze kostenneutral. Wie geht das? Ganz einfach. Wir sparen auch Lohnnebenkosten für den Arbeitgeber und können das entsprechend so darstellen. Mehrwert im Überblick. Wir können tatsächlich mehr Netto vom Brutto für den Arbeitnehmer in der Vergütung bieten. Wir können betriebliche Sozialleistungen à la Couleur bieten, die nichts kostet, weil wir es über die Steuer refinanzieren. Das heißt, attraktive Rabattoptionen eben und Dienstleistungsangebote für den Arbeitnehmer und final für Sie als Arbeitgeber. Mehrwerte eben schaffen, ja, die wenig Aufwand und Kosten produzieren und somit Verbundenheit und Motivation für den Mitarbeiter zu steigern und final eben für Fachkräftefindung und Bindung eben zu sorgen. Final Benefit for you, alles außergewöhnlich. War kurzweilig, ging schnell vorbei. Danke. Vielen Dank, lieber Bernd. Jetzt müsste der Gianji da sein, aber der ist, hast du vorhin gesagt, nicht hier, Kirsten, stimmt das? Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe auch nochmal ganz sensibel geguckt, der ist tatsächlich nicht in der Veranstaltung. Okay, dann kann der entweder nachrücken nachher oder eben dann auch nicht. Als nächstes haben wir die Elisabeth Grindel-Denby von der Lancaster University. Okay, that was a surprise. Okay, jetzt mal erstmal wieder umschalten auf Deutsch, aber danke. Das kriegen wir hin. So, machen wir los? Wir machen los. Start. Okay. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Dr. Elisabeth Grindel-Denby. Ich bin die Campusdirektorin der Lancaster University Leipzig. Was ist Lancaster University Leipzig? So, wie der Herr Paul nicht im Weltraum rumschwirrt, sitze auch ich nicht in England, aber der Hintergrund hat einen Grund. Es ist eine englische Universität hier in Leipzig. Es ist die erste Zweigstelle einer solchen englischen Universität in Deutschland und wir haben seit letzten Januar 2020 unsere ersten Studierenden aufgenommen. Der große Kurs fing an im September mit knapp 50 Studierenden aus 28 verschiedenen Ländern. Und genau das ist, was wir weiter machen wollen. Wir wollen Leipziger internationaler machen. Wir wollen internationale Studierende nach Leipzig bringen. Und natürlich dann dadurch auch für Sie was ganz Besonderes herstellen. Und das sind lokale Arbeitskräfte. Lokale Arbeitskräfte, die international ausgebildet sind, die auf Englisch gelernt haben, die natürlich was mitbringen, was jeder Firma in dem SMI-Bereich in Deutschland was bringt. Und das ist Digitalisierung, Internationalisierung und eine Lust auf Arbeiten, die man selten so sieht. Was bieten wir derzeit an? Wir haben Kurse in Businesswirtschaft, in Business Studies, Wirtschaftswissenschaften und Computerwissenschaften, Software Engineering. So beide Seiten sind, was wir anbieten für die Arbeitswelt. Auf der einen Seite die ITler, auf der anderen Seite die, die es verkaufen können. Und was macht uns besonders? Naja, einige unserer Studierenden haben schon von Herrn Konrad Zell gelernt, direkt im Marketingkurs. Und das ist auch der Anspruch, den wir haben an unsere Lehrenden. Wir wollen Spezialisten ausbilden, die wirklich in dem regionalen und im nationalen Unternehmertum was bewirken können. Also daher meine Frage an Sie. Haben Sie Praktikumsplätze? Brauchen Sie Werkstudenten oder Berufseinsteiger? Wenn ja, dann lassen Sie es mich wissen. Jetzt habe ich natürlich aufgrund von dem schnellen Surprise nicht gestoppt meine Zeit. Aber wenn ich noch Zeit habe, sage ich noch den vierten Punkt. Wenn Sie Kinder haben, die in Englisch studieren wollen, können Sie mich auch kontaktieren. Noch 30 Sekunden, Dank, Elisabeth. Och, noch 30 Sekunden, ja super. Sehen Sie, da kommt der Punkt, wo man merkt, wie lange 30 Minuten eigentlich sind, wa? Aber auch das ist interessant, weil in meinem Kopf muss ich ständig alles übersetzen und auch das geht schnell. Und wir haben den Anspruch an unsere Kollegen und Kolleginnen, genau das auch zu können, schnell zu agieren, schnell Unternehmer zu schaffen
und Leute auszubilden, die ohne Vorwarnung einen Pitch machen sollen. Ohne. Vorbei, geschafft, vielen Dank. Vielen Dank, Elli, sehr schön. Damit sind wir der Pause angelangt. Das waren 4, wenn ich richtig gezählt habe. Kirsten, verbessere mich, wenn das nicht stimmt. Ich gebe dir recht. Wir machen Pause. Dann lasst mich ganz kurz ein paar Dinge erwähnen, die mir aufgefallen sind. Detlef, vielen Dank, dass du gestanden hast. Du hast dich zwar viel bewegt, aber ich finde, das ist ein eindeutiger Unterschied, wenn du stehst, du hast einfach eine andere Souveränität, die du im Stehen rüberbringen kannst. Vielen Dank auch für die persönliche Ansprache. Kennen Sie das auch? Weil, wenn ich das gefragt werde, dann muss ich mir automatisch, auch wenn ich es nicht laut beantworte, die Frage stellen, ob ich das auch kenne. Und das ist super, weil ich höre sofort zu. Auch dein Call to Action, wir machen Ihre Mitarbeiter effektiver, war absolut klar. Jeder weiß, was du tust. Meine Frage wäre noch gewesen, wie genau tust du das? Du hattest ganz zum Schluss dann diese Heldenreise noch erwähnt. Und das wäre super gewesen, am Anfang für diesen Catch noch zu haben, weil dann hätte ich sofort gewusst, aha, ihr macht unsere Mitarbeiter effektiver und was nutzt ihr dafür? Die Heldenreise. Dann erklärst du das kurz in 2 Stichpunkten und dann bin ich sofort an Bord. Während deines Pitches hat es ein paar Mal gepinkt. Ich weiß nicht genau, wo das herkam, aber das war ein bisschen komisch. Also wenn das dein Handy gewesen sein sollte, dann musst du es natürlich beim nächsten Mal auf Stumm stellen, aber vielleicht war es auch irgendwo anders. Das weiß man ja bei. Das war der Chat. Ich weiß nicht, wie ich den Chat stumm schalten kann. Da kam, ich glaube, das kannst du nicht. Das müssen wir mal schauen, wie das geht. Ja. Da mache ich mir eine kurze Notiz. Also das Handy habe ich schon vorsorglich auf Flugmodus gestellt. Weil das dachte ich mir eigentlich auch, dass dir das wahrscheinlich... Murphys Gesetz, das hätte geklingelt. Also vielen Dank, Detlef. Danke. Tamas, vielen Dank für den Ablauf deines Zoom-Dinners. Du warst ja beim letzten Mal auch schon dabei. Beim letzten Mal war mir nämlich nicht ganz klar, was jetzt das Besondere ist. Ja? Ist es irgendwie Detox? Sind es 1000 Leute, die ihr betreuen könnt damit? Diesmal war mir das klarer, weil du den Ablauf eben schön erklärt hast. Die Geschichte, die du erzählt hast, die hätte ich auch gerne am Anfang gehört, weil das war nämlich sofort der Punkt, an dem ich dachte, aha, spitze, jetzt weiß ich Bescheid. Und wenn du daran noch dein Netzwerkabend geknüpft hättest, auch direkt am Anfang in Folge, dann wäre ich natürlich sofort auf meinem Sitz vorne gewesen. Das war jetzt nicht so schlimm, dass das am Schluss kam. Das war super. Aber tu es einfach noch ein kleines bisschen weiter nach vorne, damit ich noch eher richtig on the edge of my seat bin. Leider war dein Ton ein bisschen dumpf, aber ich weiß nicht, ob das an deinem Mikro lag oder an meinem Lautsprecher. Und wenn du Dinge vorbereitest, die du nicht vom Schirm abliest, sondern von einem Blatt, ich vermute mal, oder irgendwas, was unten lag, dann achte darauf, dass das Blatt so ist, dass du über das Blatt in die Kamera schauen kannst, damit du nicht diesen Effekt erzeugst auf dem Screen. Das erledigt sich natürlich sofort, wenn du das live machst, aber eben bei Teams oder bei Zoom ist das natürlich ein Faktor, den du noch berücksichtigen kannst. Super Hintergrund, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, geile Idee, QR-Code hat sonst kein anderer gehabt, Zoom-Dinner, du hast alles da drauf, jeder weiß genau, worum es geht. Der Hintergrund ist zwar unscharf, aber das geht durch die Blende, das ist ja auch Absicht und das macht also absolut Sinn. Deine Zeit war top. Insofern vielen Dank dafür. Bernd, vielen Dank für diese Erklärung. Es waren sehr, sehr viele Infos. Leider waren die in etwas zu wenig Zeit gepackt, habe ich das Gefühl gehabt. Du hättest ja auch noch länger erzählen können und noch mehr. Ich würde sagen, nimm eins raus und mach es sozusagen größer, weil dann weiß ich, worauf ich mich
konzentrieren kann. Ich habe leider die Präsentation nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so ging. In dem Moment wird es natürlich schwierig, Zahlen und Daten und Dinge, die, auf die ich mich wirklich konzentrieren muss, auch zu relaten mit dem, was du sagen willst. Ansonsten hat man dich gut verstanden. Es war nicht zu schnell, nicht zu langsam. Vielleicht hast du noch irgendwo ein Mikro, was du daneben stellen kannst. Dann musst du dein Headset nicht in der Hand halten. Es gab so ein paar Momente, wo die Hand so ein kleines bisschen vor das Gesicht geht. Und das ist natürlich super schade, weil ich dich natürlich gerne in deiner ganzen Pracht sehe. Insofern vielen Dank dafür. Elli, auch vielen Dank dafür. Das ist ja eine, sagen wir mal, doch spannende Konstellation, jetzt mal andersrum Feedback geben zu können. Dein Call to Action war absolut klar und verständlich. Ich weiß genau, was du von uns willst oder in dem Fall für uns bereithältst. Der ganze Auftritt ist souverän und sympathisch. Da gab es übrigens eine Variante für alle Mal. So kann man eine Frage formulieren, dass sie wie ein Call to Action wirkt. Das war sehr geschickt gemacht. Du hast ja eine Frage gestellt, aber die war eben so charmant verpackt, dass es eben als Call to Action wirkt. Und das ist eine ziemlich coole Variante, wie man auch eine Frage als Call to Action nehmen kann. Und du hast die 30 extra Sekunden natürlich super charmant genutzt. Darauf muss man erstmal kommen. Insofern vielen Dank auch dafür. Wir gehen in eine 5-minütige Pause und haben als nächste Vierergruppe dann Thomas Brennecke, Norbert Schaal, Susanne Seifert und Ferdinand Saalbach. Und falls von denen wieder welche nicht kommen, sind in der Vierergruppe darauf die ersten beiden Angela Clemens und Michael Heidkötter. Bei mir ist es jetzt 12.21 Uhr. Das heißt, wir starten 12.27 Uhr wieder hier zurück. Ist das richtig, Kirsten? Ja. Wunderbar, dann bis gleich. Konrad, bist du noch ein bisschen da, ganz kurz? Konrad? Dein Mikro ist leise. Ich bin die ganze Zeit hier. Perfekt, Konrad. Ich glaube, der Florian Zegert und Nikolaus sind nicht da. Das heißt, der Michael Heidkötter wäre dann theoretisch der Letzte. Moment, Florian Zegert, ja. Und wer noch? Der Nikolaus Schwarz-Hickel. Möglicherweise ja. Und dann möchte sich ja dann die Claudia noch vorstellen oder vielleicht auch jemand anders. Und die Annette ist ja auch noch da, genau. Die muss Annette kommt dann auch noch dementsprechend. Genau. Stimmt. Und Gerrit, Henry und Jan sind nicht da. No-Shows sozusagen. Genau. Wenn ihr noch Lückenfüller braucht, ich kann noch mehr Geschichten erzählen. Ich will dich das nächste Mal auch nochmal dabei haben. Ja, ich würde jetzt mal die Lücke füllen, die Pause. 4 Minuten haben wir ja noch. Der Michael Heidkötter hatte mich darauf hingewiesen. Und zwar auch in dem Zusammenhang mit der Veranstaltung, die wir mit dem Konrad vorhaben. Wir haben ab 1. Juni eine coole Location zur Verfügung. Studio LE, hier in der Dortmunder Straße. Circa 150 Quadratmeter. Patrick, wir haben ja jetzt Pause. Möchtest du das nicht dann am Ende sagen oder zwischendrin? Nein, das wollte ich jetzt in der Pause machen, weil Okay. Wir zeichnen auf und die Zeit muss ja irgendwie überbrückt werden. Sehr schön. So, und ca. 150 Quadratmeter, ausgestattet mit einer kleinen Bar, Kaffeebar, Wasser etc. ist alles inklusive. Wir bieten das auch für einen schmalen Taler an. Das heißt, wir werden weit unter den marktüblichen Preisen sein für eine Tagesmiete. All-in, mit Reinigung, mit allem drum und dran. Zusätzlich kann noch eine 150 Quadratmeter Terrasse genutzt werden oder die ist inklusive, eine schöne Außenterrasse, eine Dachterrasse. Parkplätze sind ausreichend vorhanden, die auch kostenfrei sind. Kann für Studioaufnahmen, für Filmaufnahmen, für Fotoaufnahmen, für Meetings, für Besprechungen genutzt werden, ist ausreichend bespult. Ist eine kleine Anlage drin mit Mikro und Lautsprecher, ein Flatscreen ist drin, den man mit nutzen kann. WLAN steht natürlich zur Verfügung in ausreichender Kapazität und. Es ist eine Tageslichtdecke drin,
die ich individuell beleuchten kann. Ja, also viele, viele kleine Dinge, die dort so einen Raum attraktiv machen, die so einen Raum schön machen. Und klar, Toiletten etc. ist natürlich auch alles drin. Und das wollte ich nochmal als kleinen Werbeblock für uns zum Besten geben. Natürlich, wer in Konrad dann in seinem Workshop, wenn wir das im Juni danach wieder dürfen und Corona das zulässt, etwas Lockerung, können natürlich dann dort die Location mit besuchen. Und es gibt auch schon eine Homepage, die heißt www.studio-leipzig.com. Dort sind schon ein paar Bilder hochgeladen. Der Countdown läuft, alles andere kommt Stück für Stück. Wir sind also jetzt mitten in der Vorbereitung. So, Micha, ich glaube, du warst kurz draußen. Ich habe jetzt den von dir angeschobenen Werbeblock gemacht für Studio LE, um die Pausenzeit zu überbrücken. Und ich glaube, eine Minute haben wir noch. Kurze Rückfrage. Ich weiß jetzt nicht, ob es allen oder einigen so geht. Ich sehe relativ wenige. Das heißt, ich sehe mehr die Kürzel der jeweiligen Teilnehmer. Ist es an dem? Das ist korrekt. Also in dem Moment, wo ich meine Kamera ausmache, sieht man nur noch mein Kürzel. Und du siehst ja auch bloß die sozusagen übrig sind von der letzten Runde, wo die Mikros offen waren. Denn in dem Moment, wo jemand mit offenem Mikro spricht, erscheint er bei dir ja oben wieder. Und dann ändert sich die Reihenfolge. Perfekt. Ja, würd ich noch ergänzen, weil die Fragen kamen zwischendurch im Chat. Und ich selber hatte auch das Problem, wenn ich dort die Galerieeinstellung gewechselt habe, dann habe ich ein paar gesehen, die ich vorher nicht gesehen hatte, obwohl bestätigt wurde von anderen, dass die mit Bild und die Aufzeichnung zu sehen waren und umgedreht. An was das heute liegt, können wir, oder haben wir bis jetzt noch nicht rausbekommen. Ich denke, das liegt irgendwo bei Teams am zentralen Server, an unseren Einstellungen liegt es nicht. Dort ist alles Paletti. Ja, weil Florian, du hattest den einen oder anderen nicht gesehen, ging mir auch so. Ne? Auf der anderen Seite, wo du gesagt hast, ich sehe niemand, dort hatte ich dann wieder Bild. Also müssen wir so in Kauf nehmen, der Ton passt ja. Und ich hoffe, mal gucken, wie es dann in der Aufzeichnung aussieht, ob dann alle tatsächlich mit Bild zu sehen sind oder ob es auch lückenhaft ist. Bin ich mal gespannt. Und ich sehe, der Micha war schon beim Friseur. Der Glückliche. So, hat hier ein paar Neider, oder Patrick? Hat er ein paar Neider hier unter uns? Ja, bestimmt. Ich mute mich mal wieder. Guten Kontakt zum Friseur ist immer gut. Gut. Michael. Ihr Lieben, die Zeit ist dran für den nächsten Block. Ich freue mich auf Thomas Brennecke als nächstes. Thomas, bist du da? Ich bin da, ja. Könnt ihr mich hören? Wunderbar, wir können dich hören. Und wenn du deine Kamera noch anmachst, können wir dich auch gleich sehen. Ich sehe Thomas schon. Ja, ich bin an, meine Kamera ist an. Ja, ist interessant. Ich nicht, aber das hatten wir ja gerade. Ich muss dich auch nur hören. Okay. Ich kann dich sehen, schön. Jetzt bist du da. Wunderbar. Hallo. So, soll ich gleich loslegen oder machen wir erstmal Einführung? Nee, es gibt keine Einführung. Alle wissen alles und wenn du los sagst, wird die Zeit gestartet. Wunderbar, dann sage ich gleich los. Los. So, hallo, ich bin Thomas Brennecke, der Fachübersetzer hinter der Boutique Brennecke aus Prag. Und ich habe Corona-Haar, also genießt diesen Anblick für jetzt, solange ihr noch könnt. Und was heißt Boutique Brennecke? Das heißt einfach nur, dass ich sehr, sehr spezialisiert in meinen Fachgebieten bin. Grob umreißen kann man die mit Wirtschaft und Recht. Und weil ich eigentlich gelernter Groß- und Außenhändler bin, ist das natürlich Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht, all diese verwandten Sachen. Und ich bin beim Oberlandesgericht Dresden vereidigt
und habe in Leipzig studiert. Das heißt, wenn ihr bei mir kauft, kauft ihr regional, auch wenn ich inzwischen in Prag sitze. Die beiden Städte haben ja sowieso eine gemeinsame Geschichte, deswegen ist das nicht so weit voneinander entfernt. Welche Sprachen decke ich denn ab? Englisch und Französisch, für diese Sprachen bin ich auch beeidigt. Und ich übersetze aus dem Englischen, aus dem Französischen ins Deutsche und ins Englische. Meine Fachgebiete habe ich gerade schon kurz umrissen, aber ich gebe euch mal noch ein paar Beispiele für die Textsorten, die ich eigentlich mache. Konkret sind das zum Beispiel für den Banken- und Finanzsektor Risikoberichte, Nachhaltigkeitsberichte, Geschäftsberichte, Jahresabschlüsse. Und für den Mittelstand konkret, der auch zu meinem Kundenkreis und insbesondere zu meinem Kundenkreis gehört, mache ich zum Beispiel die persönlichen Sachen, die ihr im Privatleben zum Beispiel braucht. Das sind Personenstandsurkunden wie Heirat, Sterbe, Geburtsurkunden. Und natürlich biete ich in diesem Rahmen als sogenannter Sprachexperte auch stilistische Beratung an. Das heißt, für eure Website, für eure Pressemitteilung oder sonstigen Veröffentlichungen biete ich in deutscher, englischer und französischer Sprache stilistische Beratung an, damit das dann auch richtig rüberkommt in der Kultur, die ihr ansprechen wollt. Ja, das ist im Grunde das, was ich mache. Ich übersetze, berate stilistisch und schreibe Texte. Genau. Wenn ihr noch mehr wissen wollt darüber, was ich mache, denn ich habe öfters die Frage bekommen, was macht denn ein Übersetzer? Kommt gerne auf mich zu, sprecht mich an. Die Kontaktdaten findet ihr unter www.boutiquebrennecke.com. Kann ich auch gerne noch mal in den Chat schreiben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich aufs gemeinsame Netzwerken. Noch 10 Sekunden, Thomas. 10 Sekunden, Gott, Mensch, das ist ja... Was habt ihr für Wetter in Prag? Noch geht's. Noch ist schön sonnig und heute wird es auch richtig warm, aber am Wochenende kriegen wir wieder Schnee. Interessant. Für Prag ist Schnee interessant, ja. Timeout. Okay. Ich hätte ja noch ein dummes Wortspiel gemacht, aber ich kann nicht, wenn jemand zuguckt. Das muss spontan kommen. Das kannst du am 14.04. im nächsten Pitch unterbringen. Jetzt hören wir zunächst Norbert Schaal. Norbert, bist du da? Ganz genau, ja. Das wäre der kleine Unterschied sozusagen. Ja, wir können sehr gerne einfach starten. Und wie ihr seht, habe ich meinen Hintergrund frisch geputzt. Das heißt, es ist erst einmal die herzliche Willkommensrichtung in meinem erweiterten Wohnzimmer. Der eine oder andere kennt es. Was machen wir hier in dem Wohnzimmer? Also es ist ein Geschäft, welches sich auf den Mann konzentriert. Es gibt Herrenkleidung auf Maß, auf Wunsch und mit Gin oder für den einen oder anderen lieber das Astra-Bier. Das heißt, es ist ein deutlich entspannteres Einkaufen zu normalen Zeiten. Momentan denkt man vielleicht mal gerade nicht über die Umstände, sondern über die Möglichkeiten in der Zukunft. Ich selber bin sehr gerne auch erreichbar über die verschiedensten mobilen Möglichkeiten. Wir haben eine riesige Vielzahl an Stoffen, das heißt weit über 3.500 Stoffe, aus denen man aussuchen kann. Für die Damen auch gerne zur Unterstützung bieten wir Hosen an. Im Bereich Leder bieten wir auch Anfertigungen an, was Jacken sein werden. Ja, wir glänzen nicht einfach nur, dass wir den Standardanzug fertigen, sondern wir hören auf unsere Kunden, was sie für Wünsche haben und können über Individualität selbst auf der Innenseite des Anzuges die speziellen Futtervarianten, die eigenen Futtervarianten einfertigen. Und ja, genießen somit immer wieder ein Gespräch gemeinsam, eine Reise zum fertigen Anzug. Natürlich hat es auch ein klein wenig an Zeitaufwand. Dafür, wenn einem das zu wenig ist und man möchte gerne was direkt und schnell mitnehmen, haben wir von den Accessoires der Gürtel, der Hosenträger, der Krawatten, Manschettenknöpfe, Gürtel.
haben wir natürlich auch einiges zu bieten. Seit neuerem auch sehr angenehme Reisetaschen, Business-Taschen und Schuhe in der Unterstützung mit einem lieben Freund, welcher entweder anfertigt oder im Fertigen auch bereit liegt. Ja, wir selber sind das Unternehmen De Scale, sitzen in der Kreuzstraße 19, das ist in der Leipziger City Ost. Wie ihr sehen könnt, ist es eher gemütlich. Demzufolge solltet ihr euch hier einfach auch wohlfühlen können, einfach mal auch fallen lassen können, dass man grundsätzlich den Alltag vielleicht doch mal vor der Tür lässt. Wir haben für euch die Anfertigungsmöglichkeiten im Bereich Leder, Anzüge, der Businessanzug bis zum feinsten Stoff, den man dann einfach für die besonderen Anlässe wählt. Geschafft. Super. Okay. Vielen Dank, lieber Norbert. Als nächstes hören wir Susanne Seifert. Susanne, bist du da? Susanne ist da, hat Mikrofon an. Macht ihr das mit dem Spotlight oder macht man das selber? Du bist schon im Spotlight, wir sehen dich groß. Nein, das hatte ich noch nicht angekündigt. Also jeder, der spricht, schalte ich auf Spotlight. Bloß ich glaube, selber sieht man das dann nicht, aber alle anderen sehen dich in groß. Genau. Um Gottes Willen. Danke für die Info. Gut, dann Kirsten, starte die Uhr. Wir können sehen. Also ein herzliches Willkommen nochmal von mir in die Runde. Mein Name ist Susanne Seifert. Ich bin Niederlassungsleiterin der Future Training und Consulting GmbH in Leipzig. Wer ist die Future? Die Future Training and Consulting GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen, inhabergeführt mit über 30 Jahren Erfahrungen am Markt. 70 Festangestellten gestalten das Unternehmen und nochmal 70 kommen als Freiberufler, die uns unterstützen, dazu. Wo ist die Future? Die Future Training and Consulting existiert derzeit an 14 Standorten deutschlandweit, Tendenz steigend. Was ist die Future? Die Future Training Consulting ist ein IT-Dienstleister und Weiterbildungsinstitut sowie ein zertifizierter Bildungsträger der Bundesagentur für Arbeit. Welche Trainings bietet die Future? Die Future Training Consulting bietet Gruppentrainings sowie Einzelcoachings für Firmenkunden, zertifizierte Maßnahmen als modulare Weiterbildungen mit über 450 Kursen und Umschulungen zum Fachinformatiker oder technischen Produktdesigner. Wir beraten gerne passgenau zu Ihrem Wunschthema im Bereich IT und CAD und natürlich auch zu Microsoft-Produkten, wie zu diesem schönen Produkt, was wir hier alle nutzen, Microsoft Teams. Wir erklären genau professionell, wie es geht, Veranstaltungen durchgeführt werden können oder man einen Pitch darüber macht im Spotlight. Wen trainiert die Future? Die Kunden der Future Training and Consulting sind Jugendliche und Erwachsene, mit oder ohne Ausbildung, in Arbeit oder arbeitssuchend oder aktuell auch in Kurzarbeit befindlich, die entweder in Weiterbildung investieren wollen oder einen Bildungsgutschein, sprich eine Förderung der Bundesagentur für Arbeit bekommen haben. Wie übersetzen wir Future? Future heißt Zukunft. Wann ist Zeit für Future? Genau jetzt. Und wie kontaktieren Sie die Future? Gerne über mich, Susanne Seifert. Sie sehen hier im Hintergrund das wunderschöne Merkurhaus am Wilhelm-Leuschner-Platz. Da sitzen wir in der Markgrafenstraße 2. Sie können mich erreichen, telefonisch, per Handy, per Video, wie auch immer. In diesem Moment würde Ihnen meine digitale Visitenkarte im Chatfenster gerade eingeblendet werden mit den Kontaktdaten. Und ich danke Ihnen, dass wir Ihre Future und Zukunft mitgestalten dürfen, denn lebenslanges Lernen halte ich persönlich für wichtig. Und ich würde mich freuen, Sie wiederzusehen oder den einen von, oder den anderen von Ihnen am 25.03. zum BVMW Business Dinner. Lieber Patrick, wenn ich eingeladen bin, würde ich gerne dabei sein. Vielen Dank. Fünf, vier, ja. Drei, zwei, eins, stopp! So, und dann nehme ich dich auch wieder aus dem Spotlight raus. Und da du mich jetzt angesprochen hast, das kann ich gerne noch mit einwerfen zum Thema Dinner.
am 25.03. Die Einladung gehen, glaube ich, nächste oder übernächste Woche dann raus. Aber sind schon auf LinkedIn, Xing, Facebook bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher und auf der Homepage schon sichtbar. Das heißt, man kann sich jetzt schon anmelden. Die Links sind auch in den Social-Media-Kanälen, die ich jetzt genannt hatte, auch schon hinterlegt. Buchungen in mehreren Kategorien ist aber alles relativ gut beschrieben. Die Verantwortung dafür für die Beschreibung hat der Tamasch. Also kann ich das schön abwälzen. Wenn ihr es nicht versteht, müsst ihr euch direkt an den Tamasch wenden. Und vielleicht noch ein Hinweis zu den Pitches, die wir heute hier hatten. Gerne bei uns auf YouTube, auf den Social-Media-Kanälen angucken. Wir haben ja heute einige Gäste hier, die sich auch an unserer kleinen Challenge-Videobotschaft beteiligt haben. Wo ich auch gesehen habe, hervorragend in kurz 60 Sekunden Firma, sensationell gut beschrieben. Es sind auch einige, die ganz, ganz weit vorne sind jetzt hier in der Runde. Und soll ich die Zeit stoppen, ob ich jetzt alle zusammenbekomme? Das ist Susanne Seifert natürlich, du hast gepitcht, ne? Du liegst im Ranking ziemlich weit vorne. Das, was ich dort überzogen habe, lieber Patrick, das habe ich heute an Zeit ein bisschen gespart. Okay, so. Und wenn ich jetzt hier mal noch durchblättere, ich glaube, die Charlotte hatte noch mitgepitcht, also nicht gepitcht, sondern die Challenge mitgemacht. Und der Christian. Ja, also 4 Leute hier in der Runde. Guckt einfach mal bei uns auf dem YouTube, Facebook, LinkedIn-Kanal rein und coole Videos, die unsere Unternehmer dort gemacht haben. Ja, also danke dafür und jetzt mute ich mich wieder. Dann haben wir noch den Ferdinand, der diese Vierergruppe abschließt. Ferdinand, bist du dort? Ich bin da, ja. Hallo. Sehr schön. Dann legen wir los. Hallo. Mein Name ist Ferdinand Saalbach und ich stehe für euch auf der Bühne. Das mache ich in ganz unterschiedlicher Couleur, habe ein relativ breites Portfolio, aber hauptsächlich bin ich Moderator für markengerechte Firmen-Events. Das heißt, ich sorge dafür, dass bei einem Produktvortrag, bei einem Kick-Off-Meeting, bei was auch immer eine Firma eben an Event ausrichtet, ich mit auf der Bühne stehe und dafür sorge, dass eure Marke und euer Unternehmen im Mittelpunkt steht. Damit und mit einigen anderen Sachen habe ich mich Anfang 2020 selbstständig gemacht und gedacht, jetzt starte ich mal richtig durch. Und dann kam das, was uns jetzt alle irgendwie seit über einem Jahr bedrückt, nämlich die Corona-Pandemie. Also musste ich irgendwie gucken, dass ich mich so ein bisschen ummodele. Zum einen habe ich dann viel Online-Marketing gemacht, zum anderen reise ich gerade virtuell durch Deutschland und besuche BVMW-Pitches. Ich wohne nämlich eigentlich in Dresden, also das ist jetzt quasi fast das nächste Meeting, was ich habe. Ich war schon in Rheinhessen und Landau und Berlin und was weiß ich wo, überall in Deutschland digital unterwegs. Aber wichtigste Geschichte ist, ich habe mein Geschäft auf Webinare umgestellt und habe mit Bechtle, Deutschlands größtem IT-Systemhaus, einen super Kunden gewonnen, für den ich im Monat 1 bis 2 Webinare moderiere, in denen es dann eben um IT und Technologie geht. Wenn Corona irgendwann vorbei ist, gebe ich auch wieder Impro-Workshops. Das heißt also, ich nehme Methoden aus dem Improvisationstheater und bringe die in Firmen rein. Das kann man zum Teambuilding nutzen, das kann man dazu nutzen, um seine Vertriebsarbeiter ein bisschen fitter zu machen, was so Selbstvertrauen und Intuition angeht. Und wie ihr vielleicht im Hintergrund seht, ich bin Musiker. Auch das benutze ich, um mein berufliches Fortkommen so ein bisschen aufzubauen und spiele unter dem Namen Van Saalbach auch Konzerte, teilweise für Firmen-Events, aber auch für private Geschichten, Hochzeiten oder Trauerfeiern. Einige von euch sehen jetzt möglicherweise die Folie, die ich dazu erstellt habe, wo so mein ganzes Portfolio ein bisschen drauf abgebildet ist. Da seht ihr jetzt auch die Musik und direkt daneben seht ihr ein Foto von mir in Panmunjom. Das ist in Nordkorea mit Blick auf Südkorea und das ist eine Geschichte, über die ich gerne Vorträge halte. Und auch dafür kann man mich buchen. Ich halte 2-stündige Vorträge über meine Reise nach Nordkorea und darüber, dass die Menschen dort vielleicht ein bisschen glücklicher sind, als wir alle uns das vorstellen können. Wenn ihr daran Interesse habt, ich werde das in Kooperation mit Fern und Weh demnächst auch in Leipzig machen. Der Termin steht noch nicht fest. Es ist aktuell der 21.03. zur Debatte, aber ich glaube, der wird es nicht werden. Neben Geschichten über Nordkorea erzähle ich auch was über meine eigene Lebensgeschichte. Darüber habe ich auch ein Buch geschrieben. Seht ihr hier Steine im Rucksack? Denn ich habe mich im Gegensatz zu René nicht selbst entschieden, arbeitslos zu werden, sondern ich wurde gekündigt, bin danach zusammengebrochen, in eine analytische Psychotherapie gegangen, habe das alles aufgearbeitet und jetzt eben die Selbstständigkeit aufgebaut. Das also, was ich tatsächlich selber
mir gewünscht habt. Darüber habe ich auch in einem Podcast gesprochen zum Thema Heldenreise. Detlef hat das vorhin erwähnt. Storytelling-Podcast, die Geschichte deines Lebens. Da habe ich so eine Heldenreise mal mit nachgespielt. Wenn ihr ein bisschen mehr über das Buch erfahren wollt, 29.05. bin ich bei der Buchhandlung Hugendubel in Leipzig um 16 Uhr und darf darüber sprechen bzw. daraus vorlesen. Was ich hier suche, sind Auftraggeber, aber im Prinzip auch alle möglichen Kontakte, Netzwerkpartner, interessanten Gespräche, die an irgendeiner Stelle anknüpfen können. Viel Information, ja. Super, danke. Ja, vielen Dank, Ferdinand. Dann würdest du noch mal den Bildschirm freigeben für uns, bitte? Der ist noch freigegeben. Ja, also könnt ihr das jetzt wieder übernehmen? Ich kann hier, glaube ich, sonst mich aus dem Spotlight nehmen. Das kann ich machen. Ja, genau, das reicht schon. Wunderbar. Super. Vielen Dank. Jetzt bist du wieder drin im Spotlight. Echt? Dann habe ich das hier. Moment. So, jetzt müsste es frei sein. Ja, alles klar. Also, Thomas, die Qualität von dem Ton war leider ein bisschen, wie soll man sagen, ich würde sagen, dumpf. So dass man dich nicht die ganze Zeit sehr gut gehört hat. Also ich hatte teilweise Schwierigkeiten, dir zu folgen. Aber von dem, was ich gehört habe, würde ich empfehlen, die ich übersetze für euch, dies, das und jenes direkt an den Anfang zu stellen, weil dann weiß ich wieder genau, worauf es ankommt. Und vielleicht gibt es sowas wie eine Aktion oder etwas Besonderes für heute, wo du in einem Pitch sagen kannst, ich übersetze die ganze Zeit, aber für euch heute habe ich, weiß ich nicht, irgendwas Spezielles, irgendwas Besonderes, irgendwas, was Lust macht auf das, was du ja am Ende auch völlig richtig und völlig sinnvollerweise hinweist, nämlich in deinen Chat zu gehen und deine Kontaktdaten zu recherchieren, damit ich dich eben anrufe, falls ich Übersetzungsleistung wirklich haben möchte. Norbert, ist das wirklich dein Wohnzimmer oder lebst du eigentlich woanders? Ich lebe woanders, aber wie man hier vielleicht so ganz dezent in der Bewegung mitbekommt, es ist das Ladengeschäft, welches mehr ein Wohnzimmercharakter hat, sehr, sehr schön englisch. Der eine oder andere kennt es schon, auch wenn hin und wieder eine Landesgrenze dazwischen steckt. Ich bezeichne es bewusst als das erweiterte Wohnzimmer. Ja, und das macht auch total Sinn, denn es sieht tatsächlich aus wie das Wohnzimmer. Was ich mir an der Stelle noch gewünscht hätte, wäre das Wort Boutique oder irgendwas, was du sozusagen über dieses Wohnzimmer hinaus dran tust, damit ich außerhalb vom Wohnzimmer auch gleich in deinem Geschäft bin. Denn das ist das, was tatsächlich richtig gut funktioniert hat. Ich war sofort drin, ich habe Lust, mich auf dieses Sofa zu flätzen, so wie du da eben auch sitzt. Ich habe Bock, diese Sachen anzuprobieren, durch die Accessoires zu gucken. Ne? Das macht einfach Lust. Und das ist auch die einzige Variante, in der ich Sitzen wirklich cool finde, weil es sozusagen in das ganze Ding super natürlich reinpasst. Ja. Und deswegen hätte ich daran auch gar nichts zu bemängeln. Richtig cool fand ich auch, dass du die Proben gezeigt hast, sodass ich mir halt vorstellen kann, dass so ein Jackett eben nicht einfach nur maßgeschneidert ist, sondern wirklich was Besonderes. Ich hätte noch das dezente Mob-Werkzeug in der Hand haben wollen, aber irgendwie fehlte mir ein dritter, vierter, fünfter Abend. Ja, irgendwas ist immer. Auch das vielleicht für den 14.04. Dann den letzten Satz, den du gesagt hast, wo du wirklich, ich komm zu mir und wir machen das so und so und so, Hosen, Hemden, Jackets, das hätte ich mir gern als zweites gewünscht, direkt nach dem Wohnzimmer. Ansonsten ist natürlich noch spannend zu wissen, wie ich jetzt zu dir komme. Du hast die Adresse gesagt, aber ich kann ja streng genommen gar nicht zu dir. Also gibt es sowas wie Click und Collect oder gibt es eine digitale Boutique, wo man nachschauen kann? Irgendwie sowas, damit ich dann die Lust, die ich jetzt entwickelt habe, auch sofort in Aktion umsetzen kann. Vielen Dank dafür. Susanne. Ich habe den Hintergrund sofort super gefunden und ich habe auch sofort super gefunden, dass du für lebenslanges Lernen zu haben bist oder dass es deine Leidenschaft ist. Ich hätte es gern direkt am Anfang gehabt,
weil ich dann nämlich gewusst hätte, dass ich mit dem, was Future anbietet, auch verbinden kann. Also natürlich kann man sein Unternehmen vorstellen, aber wenn du das tust, dann würde ich immer damit anfangen, was ihr macht, weil nach deinem Namen und deiner Funktion ist das, was mich im Prinzip als erstes interessiert. Ob du dann sozusagen danach noch sagst, dass ihr 14 Standorte habt oder nicht, das kannst du dir ja dann immer noch überlegen. Das finde ich vor allem wichtig, als dass die Zielgruppe, die du ansprichst, ja mit der Zielgruppe, die hier versammelt ist, nicht sofort eingängig übereinander passt. Also Studenten, gell? Und Leute mit einem Gutschein sind, weiß ich nicht, heute wahrscheinlich nicht so viele hier. Insofern ist diese lebenslange Lernen wahrscheinlich eher eine Brücke, über die du die Leute bekommst, die hier am Start sind. Genau, also einfach, was bietet ihr sozusagen nach vorne? Das ist mein Haupttipp dafür. Vielen Dank. Und Ferdinand, ja, Musiker mit Kopfhörer ist natürlich super. Je größer der Kopfhörer und das Mikro, desto besser. Da kommt man auch gar nicht so sehr auf die Assoziation des Piloten, die ich sonst immer habe, wenn jemand in so einem Business-Meeting sitzt und mich dann frage, warum hat der so einen Pilotenkopfhörer auf? Der ist ja eigentlich gar kein Pilot. Aber als Musiker, auch wenn du jetzt nicht gesagt hast, dass du DJ bist, passt das irgendwie sofort rein. Und auch die Gitarren an der Wand bringen mich natürlich sofort in diese Stimmung. Leider komme ich aus der relativ schnell wieder raus, wenn du außerhalb dieser Musikerschiene noch, ich habe aufgehört zu zählen, 5, 6 oder 7 verschiedene andere Dinge hast, die vielleicht auch super interessant sind, aber ich weiß eben irgendwann leider nicht mehr, worauf ich mich konzentrieren soll. Insofern würde ich an deiner Stelle 1 oder 2 Dinge nehmen, die jetzt hier besonders praktisch sind, also ob es jetzt nun zum Beispiel das Buch ist, ja, oder ob es eben die Variante ist, wenn dann Corona irgendwann mal weg ist, dann spiele ich auch für euch gerne wieder auf Firmenfeiern und Co. Das ist dann mal noch zweitens. Aber das ist sozusagen was, da komme ich von der persönlichen Nummer, Musiker komme ich leider ein bisschen weg. Und wenn du sozusagen nur 3 Minuten hast, dann würde ich einfach sagen, entscheide dich für 1, 2 Sachen und sprich einfach ein kleines bisschen langsamer, dann bin ich sozusagen noch ein bisschen mehr bei dir. Ansonsten vielen Dank für auch diesen Pitch. Das bringt uns schon zur letzten Gruppe, wenn ich das richtig sehe, weil ein paar Leute ja nicht da sind, die auch dann nur noch aus 3 Pitchern besteht, nämlich Angela Clemens, Michael Heidkötter und Annette Felgner. Insofern wäre gut zu wissen, wenn ich irgendjemanden vergessen habe an dieser Stelle. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich sagen, Angela, die Bühne gehört dir. Angela, hast du dein Mikrofon an? Jetzt. Wunderbar. Jetzt hört ihr mich? Perfekt. Ja. Ich versuche mal, meinen Bildschirm zu teilen für eine ganz kleine, winzige Präsentation. Ist nur ein One-Pager. Sieht man. Gut, perfekt, super. Und dann können wir gern starten. Start. Also, hallo. Mein Name ist Angela Clemens und ich habe vor, reichlich jetzt nach einem Jahr, mein Unternehmen, die DAKO Leipzig GmbH, gegründet. DAKO steht für Datenschutz und Compliance und so bin ich für euch, wenn es um Themen geht, Datenschutz und Compliance-seitig die richtige Ansprechpartnerin. Jetzt mache ich natürlich Datenschutz und Compliance oder beschäftige mich damit nicht erst seit einem Jahr, das wäre ein bisschen wenig, sondern ich war davor rund 25 Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei bekannten Telekommunikationsunternehmen und habe ganz viel mit Datenschutz und Compliance, aber auch mit Prozessanalysen und Prozessoptimierung zu tun gehabt. Und jetzt in meiner Aufgabe als Unternehmensberaterin für Datenschutz und Compliance oder auch als externe Datenschutzbeauftragte oder externer Compliance Officer lautet mein Logo. Ich bin ja wie der Co-Pilot. Jetzt fragt man sich, ja, Co-Pilot für Datenschutz und Compliance, was soll das eigentlich? Was hat das mit dem Fliegen zu tun? Ja, kleine Geschichte. Also wir saßen mit einem Freund, als es um meine ganze Werbeaktion ging, als ich mein Unternehmen gegründet habe, zusammen und sagt, du brauchst eine Story. Datenschutz und Compliance ist so furchtbar langweilig.
Ich sage, kannst du nicht so sagen, ich finde es schon spannend. Ja, aber die Leute, die sich das anschauen müssen, sollen, können. Und er sagt, ja, überleg doch mal, du bist hier ein Co-Pilot, der den Captain bei der Bedienung und Navigation des Flugzeuges unterstützt und die Systeme überwacht. Und so kümmerst du dich um Datenschutz und Compliance. Das Kommando bleibt beim Captain, genauso wie bei Datenschutz und Compliance natürlich die Verantwortung, die Gesamtverantwortung beim Geschäftsführung liegt, bei der Geschäftsführung liegt. Und aber so ein Co-Pilot halt unerlässlich für Sicherheit im Flugzeug ist und du halt unerlässlich für Datenschutz und Compliance. So, so kam es dazu. Also wenn ihr auf meine Webseite geht und seht dieses Flugzeug, also kleine Story drumherum. Was mache ich nun ganz genau? Im ersten Schritt gucke ich mir meist bei meinen Kunden deren Webseiten an und schaue mir die Cookie-Hinweise an, ist alles datenschutzrechtlich konform und überarbeite oder erstelle neu die Datenschutzerklärung. Die Webseite ist das Aushängeschild und ist leider aber auch für Abmahnungen sehr gut geeignet. Deshalb sollte man wirklich hier ganz sauber sein. Geht es um größere Datenschutzprojekte, dann schaue ich mir die Prozesse an, die ihr im Unternehmen habt, eure Arbeitsabläufe, aber kümmere mich auch, dass ihr eure Nachweispflichten laut DSGVO erfüllt. Weil bitte denkt dran, auch wenn ihr aufgrund der Größe eures Unternehmens keinen Datenschutzbeauftragten benötigt, müsst ihr diverse Dokumentationspflichten erfüllen, wie beispielsweise so ein Verzeichnis für Verarbeitungstätigkeiten. Die technisch-organisatorischen Maßnahmen müssen dokumentiert sein. Es geht um die Auftragsverarbeitungsverträge, dass die datenschutzrechtlich konform sind, etc. Nun ist das natürlich dann schon ein bisschen eine größere Größenordnung und auch ein längeres Projekt. Und wenn man dann über die Investition nachdenkt, könnte man sagen, ach Mensch, mein Gott, ja, warum mache ich das denn eigentlich? Ich mache das natürlich. War sehr interessant. Zeit ist leider aus. Sorry. Gut. Also ich würde mich freuen, wenn ihr euch meldet, wenn ihr Fragen habt zu Datenschutz und Compliance. Vielen Dank, Angela. Michael Heidkötter ist der Nächste. Ja, könnt ihr mich hören? Ja, und Angela, an dich, wenn du den Bildschirm wieder rausnehmen könntest, die Bildschirmperle. Natürlich, natürlich. Danke. Mal die Präsentation beenden und hier drauf. So, müsste weg sein, hoffe ich. Ja. Ja. Gut, von mir aus kann es losgehen. Also, mein Name ist Michael Heidkötter und mit meinem Strategie- und Umsetzungscoaching mache ich eins. Ich mache Unternehmer zu Unternehmern. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, was bedeutet das denn genau? Du als Unternehmer oder Selbstständiger hattest einen Traum, als du dein Unternehmen gegründet oder du es jetzt mittlerweile schon ganz viele Jahre hast. Du wolltest ein besseres Leben. Besseres Leben bedeutet finanzielle Unabhängigkeit, persönliche Freiheit oder auch viel Zeit und viel Lebensqualität. Die meisten Unternehmer finden sich im genauen Gegenteil wieder. Sie arbeiten rund um die Uhr. Die ganze Arbeit, die sie machen, hat nicht so den wirtschaftlichen Erfolg. Das Unternehmen stagniert. Alles ist an eine Person gebunden und sie fühlen sich fremdbestimmt und nicht so als Gestalter. Und jeder sagt dir immer, du sollst am Unternehmen arbeiten. Aber verdammte Hacke, was heißt denn das? Im Unternehmen machst du eh jeden Tag, aber am Unternehmen. Und das möchte ich dir ganz gerne mal zeigen an einer Metapher von einem Segelschiff, einer Segeljacht. Dieses Segeljacht ist dein Unternehmen. Und das muss ausbalanciert sein. Die Komponenten müssen stimmen. Und du bist der Kapitän dieser Yacht. Und nicht nur immer der Matrose. Die meisten laufen immer im Rumpf rum, die hissen die Segel, die putzen das Deck, aber sie steuern dieses Unternehmen nicht. Und deine Aufgabe ist es, dieses Schiff so zu gestalten, dass deine Crew, deine Mitarbeiter begeistert sind, dass deine Passagiere, deine Kunden begeistert sind und mit dir reisen wollen. Und du mit diesem Team die Marktmeere eroberst. In meinen Coachings habe ich es mittlerweile seit 10 Jahren viel 1:1 mit jeglicher Art von Unternehmerinnen und Unternehmern gearbeitet. Da waren welche dabei, die haben schon seit 20 Jahren ihr Unternehmen. Und dann fragt man sich, was kann ich denen noch beibringen? Es ist genau, dass diese Rolle im Alltag wirklich vergessen wird. Und jetzt habe ich neu seit März die Next Level Masterclass. Weil es ist nicht nur immer, dass es dieses 1:1 gibt, sondern auch ein Online-Angebot, was aber ein bisschen anders ist. Und nicht tausende oder hunderte Stunden von Online-Kursen, sondern jeden Monat ein Fokusthema,
was wir gemeinsam umsetzen, wie du mehr zum Kapitän deiner Unternehmensjacht wirst. Und das möchte ich dir gerne mitgeben. Also bitte auf www.michaelheidkötter.com gehen, Masterclass einmal anschauen und jetzt schon den 15.04. vormerken um 11 Uhr. Da werde ich hier für die BVMW-Mitglieder ein Webinar geben, wo ich genau auf diese Metapher noch viel mehr eingehe und wo du eine Stunde viele Inhalte mitnimmst. Also 14.04. ist Business Pitch, 15.04. ist mein Webinar. Danke. Perfekt geteilt. Vielen Dank, Michael. Dann bleibt Annette Felgner. Das ist dann dementsprechend heute unsere letzte Pitcherin. Ist das richtig? Ja, stimme ich dir zu, Konrad. Wunderbar. Dann, Annette, bist du da? Ja, die Annette ist da. Hört ihr mich? Ja, sehr schön, ja. Okay. Also ich bin die Annette Fengler von der Hamsterrad-Oase. Hamsterrad-Oase ist entdecke dein Lächeln. Irgendwas ist immer und wenn du mit mir zusammengearbeitet hast, entscheidest du wieder selbst, wie sich deine Hamsterräder drehen und nicht umgekehrt. Ich biete Entspannungstraining kombiniert mit Stress- und Mentalcoaching an, weil nur Entspannungstraining kommt man wieder raus aus der schönen Atmosphäre und hat seine ganzen Stressoren wieder am Hals und die möchte ich gleich in dem Entspannungstraining mit bearbeiten. Und das, was ich heute vorstellen möchte, sind die Vision Board Workshops, also die Zielcollagen, die ich für Privatpersonen, aber auch in Unternehmen anbiete. Die ich in Unternehmen anbiete. Ich gehe mal hier weiter runter gleich. Zielcollagen, ich fange mal so an, ihr kennt das bestimmt, ihr wollt ein Auto kaufen und ihr geht zu eurem Autohändler und dann empfiehlt er euch ein ganz anderes Auto, als ihr es auf dem Fokus hattet. Und dann geht ihr wieder raus, erbittet euch noch einen Tag Bedenkzeit und was ist? Ihr seht plötzlich nur noch diese Autos auf der Straße. Die waren vorher auch da, aber ihr fragt euch, wo kommen die plötzlich alle her? Oder eine Frau, die schwanger wird, fährt die neue Nachricht und sieht plötzlich nur noch Schwangere und Leute mit Kinderwagen. Genau so ist das mit dem Vision Board. Man bekommt einen Fokus auf sich selbst. Gerade wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht oder den Fokus nur einseitig auf die Arbeit hält, so wie jetzt zum Beispiel auch im Homeoffice, wo die Kinder quengeln und der Ehepartner auch noch mit dazwischen rumläuft und der Chef ständig anruft, man ist einfach nur genervt und man sieht nur die negativen Sachen. Und es gibt noch positive Dinge im Leben und dabei kann ich die Zielcollage unterstützen. Und ich begleite dich dabei, Klarheit zu schaffen für deine Bedürfnisse und was du wirklich im Leben möchtest. Und das schafft dann auch den Fokus für Arbeitsweisen, die dir gut tun. Ich arbeite damit mit dem Lebensrad. Das heißt, um die Work-Life-Balance zu behalten, schaut man sich Bereiche aus dem Business an, aus dem Privatleben und Gesundheit und Fitness. Wie geht es mir jetzt dort und wo möchte ich hin? Und dann suchst du dir Bilder aus dem Internet oder aus Zeitungen, je nachdem, ob der Workshop online oder offline ist, und klebst sie auf. Und wenn du diese Bilder dann ständig vor Augen hast, dann arbeitet dein Gehirn automatisch ganz mit einem positiven Gefühl. Dann arbeitet dein Gehirn auch mit dir zusammen und deinem Bauchgefühl und findet Lösungen und Lösungswege, damit es dir so geht, wie du gut arbeiten kannst, wie du auch in der Firma optimal arbeiten kannst und dein Unternehmen richtig unterstützen. Und ich biete diese Workshops zur Teambildung oder auch für Privatpersonen an in Unternehmen. Genau, das war's schon. Fengler ist natürlich richtig. Verzeih bitte diesen kleinen Dreher in der Ankündigung deines Namens. Zwei, drei Sachen sind mir natürlich bei jedem wieder aufgefallen. Angela, vielen Dank für die Geschichte mit dem Flugzeug. Ich hätte sie gerne am Anfang gehört. Und zwar direkt als Geschichte und nicht als Geschichte über die Geschichte. Nimm genau diese Geschichte und fang damit an. Sag
Ich bin euer Co-Pilot für Datenschutzkonformität und ich vertrete euch als Datenschutzbeauftragte. Warum Co-Pilot? Naja, euer Unternehmen ist ein Flugzeug und wenn der Datenschutz nicht klappt, stürzt es ab. Deswegen bin ich da, um euch daran zu erinnern. Zack. Und dann bin ich so super, danke. Ja, und verliere mich nicht in der Folie, die zwar alles super zusammenfasst, aber die ich lesen muss. Und wenn ich lese, kann ich nicht zuhören. Es gibt Leute, die behaupten, das geht, aber ich muss aus neurowissenschaftlicher Sicht sagen, es ist unmöglich. Es geht nicht. Es gibt immer Streuverluste und es ist nicht zu empfehlen, jemandem zu viel zu lesen zu geben, wenn er zuhören soll. Natürlich heißt das nicht, dass man keine Folie auch Wörtern zeigen darf, natürlich. Aber das ist eben kein Fließtext, sondern müssen sozusagen Spotlights irgendwo drauf sein. Ja? Das ist mein Haupttipp an dieser Stelle. Und wenn du dann die Erklärung und die Tipps, die du im Abschluss hattest, direkt anschließt, dann habe ich sofort Lust, dieses zugegebenermaßen eben sehr trockene und auch komplexe Thema, mit dem sich eben nicht viele auskennen als Profi, mit dir anzugehen. Vielen Dank dafür. Danke fürs Feedback. Vielen Dank für deine Reihenfolge und auch für deinen Call to Action. Ich habe sofort verstanden, was du sagen willst. Ich habe mich sofort angesprochen gefühlt. Du hast weitestgehend auswendig gesprochen. Du hattest zwar, ich glaube, ein paar kleine Notizen links von dir, aber vielleicht war auch dein Segelboot deine Struktur. Du hast ein paar Mal nach links geguckt. Total unauffällig, habe ich fast nicht gesehen. Super geil. Dein Problem war spitzenmäßig runtergebrochen. Dann kommt die Metapher. Warum seid ihr der Kapitän und eben nicht der, der das Deck schrubbt? Dann kommt die Rolle und dann gehst du auf den Call to Action mit dem Next Level. Ich habe nämlich am 15.04. euren Workshop. Das habe ich mir nicht mal aufgeschrieben, das habe ich mir gemerkt. Warum? Naja, weil die Metapher mit dem Boot eben so geil ist. Insofern alles richtig gemacht. Ich fand das wirklich spitzenmäßig. Vielen Dank dafür. Der einzige Tipp, weil ohne Tipp gehe ich natürlich hier nicht raus, ist, ich hätte das Segelboot gerne hinten in dem Regal gehabt die ganze Zeit oder aber vorne irgendwo, wo es nicht sofort wieder verschwindet, weil es einfach cool aussieht. Ich meine, wer hat schon ein hölzernes Segelboot mit echten Segeln irgendwo rumstehen und kann daran auch noch eine Metapher aufziehen? Insofern, Ich muss noch was raussägen aus dem Regal. Das passt von der Höhe noch nicht. Genau, du musst noch was raussägen. Annette, vielen Dank für diesen Einstieg. Irgendwas ist immer. Ja? Und genauso ist es ja am Ende auch im Leben. Und ich habe sofort Bock, weiter zuzuhören, weil es eben auch ein Spruch ist, den ich öfter höre und den ich öfter denke, wo ich denke, ja, na klar, irgendwas ist immer, aber wir müssen ja trotzdem weitermachen, es nützt ja nichts. Die Geschichte ist super und ich habe dieses Mal auch im Gegensatz zum letzten Mal verstanden, wofür die Zielcollage da ist. Insofern vielen Dank, dass du das nochmal aufbereitet hast und auch nochmal hin und her hintereinander genau gezeigt hast, was du mit dieser Zielcollage machst. Super Bild mit dem Auto und der Schwangeren, weil genau das passiert ja mit diesem Fokus-Shift. Es sind leider ein bisschen zu viele Folien gewesen. Du sagst am Schluss, du machst das mit dem Lebensrad. Zeig mir das Lebensrad als Folie, weil dann habe ich sozusagen nach dieser Zielcollage sofort die Methode, mit der du das umsetzen willst, verstanden. Sie kommt ja auch in deinem Logo vor. Das hast du beim letzten Mal nämlich auch nicht gezeigt. Und da habe ich sofort eine Verbindung auch zu deinem Hamsterrad und Lebensrad. Das ist ja Absicht, ne? Denke ich mal, weiß ich nicht, aber das synkt sofort bei mir. Und deswegen hätte ich das sozusagen gerne auf der Folie gesehen. Dann hätte ich nämlich wiederum auch so ähnlich wie bei Angela nicht so viel lesen müssen. Insofern da sei einfach noch ein bisschen fokussierter und auch diese Ansichtsleiste von der Präsentation, die zeigt mir natürlich, dass du noch mehr zwar auf der Kette hast, aber das kriege ich alles nicht gelesen und auch nicht verstanden und deswegen bleib mit dem Fokus ruhig auf dieser einen Geschichte. Okay, danke. Danke auch für die Symbolik mit Hamsterrad und Lebensrad. Habe ich so noch gar nicht gesehen, aber kann ich mit einbinden. Aber irgendwas ist ja immer, nicht wahr? Ja, genau. Vielen Dank.
dafür. Ich weiß nicht, Kirsten, gibt es Zeit für spontane Pitcher? Wie ist das bei uns? Wir sind ja ein kleines bisschen jetzt schon über angesagten 2 Stunden, wenn ich richtig... Wenn alle noch Lust haben, ich bin dafür. Ich habe noch den ein oder anderen Zuhörer im Chat gesehen und vielleicht traut sich jetzt doch noch jemand, der vorrangig erst nur zuhören wollte, doch zu Wort zu kommen. Na, das bietet's an. Wenn ich mal kurz dazu sagen darf, ich würde mal in die Menge fragen, weil wir sind jetzt doch schon 2 Stunden insgesamt, ne, und leicht drüber, wie es jetzt die Teilnehmer sehen. Und da lassen wir euch entscheiden, ob ihr noch Bock habt, spontan jemanden mit reinzunehmen, zuzuhören. Also ich müsste mich an der Stelle leider bei euch verabschieden. Ich habe 13.30 Uhr noch einen Anschlusstermin. Deswegen vielen, vielen lieben Dank an euch alle heute. Vielen lieben Dank, Konrad, für dein Feedback. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Vielen Dank, lieber Christian. Das Feedback ist natürlich einfach auch für euch so zum Lustmachen für ein Videotraining beziehungsweise dann auch ein längerfristiges Pitch-Training, ein ausführliches, gerne im Juni oder auch gegebenenfalls früher, wenn ihr möchtet. Der Einfachheit halber würde ich vorschlagen, dass alle die, die noch einen hören wollen, ich weiß nicht, Patrick, wie würdest du diese Handzeichen? Ich würde jetzt kurz ein Feedback geben. Hier sind jetzt einige im Chat, die geschrieben haben, ich muss leider los. Und das ist doch, so wie es sich jetzt abzeichnet, die größere Mehrheit. Und ja, shit happens, ist halt so. 2 Stunden sind um. Ihr wisst, wann der nächste Pitch ist. Genau. Meldet euch rechtzeitig an, dann seid ihr wieder dabei. Und vielleicht nochmal, das würde ich gerne aufgreifen, Feedback von mir. Also ich fand es halt wieder sensationell. Es war eine coole Runde. Es waren viele, viele, viele verschiedene Themen, viele verschiedene Unternehmerinnen, Unternehmer, viele Charaktere, wirklich eine sehr, sehr bunte Mischung. Und das spiegelt auch hier die Kommentare im Chat wieder. Danke an eure Teilnahme oder für eure Teilnahme, für eure Pitches. Danke an Kirsten für die Technik dahinter und dass alles so gut funktioniert hat und vor allen Dingen, ich würde sagen, Premiere bestanden, ne, Konrad? Cool. Und vor allen Dingen, du hast auch viel, viel positive Rückmeldungen bekommen für deine Rückmeldungen und ich glaube, da waren dir alle Teilnehmer sehr, sehr dankbar und man sieht es hier, Daumen hoch für dich. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich glaube, du hast das gut geschafft, in die Fußstapfen von der Stefanie zu treten und hast ja deinen Stempel aufgedrückt. Im April sehen wir uns, ich glaube, das ist dann kurz nach Ostern, wieder hier in der Runde mit ähnlichen Teilnehmern, mit anderen Teilnehmern, vielleicht den einen oder anderen wieder. Ich freue mich jedenfalls riesig drauf und bis dahin habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund und bleibt negativ. Genau, ich freue mich auch. 14.04. Wer noch Verständnisfragen zum Feedback hat, der kann gerne noch drinbleiben. Ich bin auch noch auf jeden Fall eine Weile hier im Videocall. Und ansonsten sehen wir uns am 14.04. hier wieder zusammen. Vielen Dank und bis bald. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Danke, tschüss.